Yo. Sind wir auf Sendung? Sind wir auf Sendung? Ja. Sind auf Sendung? Wir sind auf Sendung. Vom Bezirk zu Bezirk, ein Team Südberlin. Auch wenn einer von uns stirbt, bleibt in Südberlin. Yeah, immer zusammen. Geile. Mir ist mal wieder so scheißegal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit Bas Hütter Hengst Meinzeit. Und Belasch. Und das ist ein muttergefickter guter Tag, Baby. Yes, Baby. Yeah. Yes. Was zum Teufel ist los, Alter? Die beiden Leute, die mich auf die Industrie losgelassen haben, sitzen an einem Tisch dran. Yes, das erste Feature auf dem Von Mal, zu Bezirk Album hatte B. Das erste Mal, dass ich schon. Das war das erste Mal, ja? Überhaupt. Krass. Das erste Mal, Entjungferung. Geil, Alter. Hat doch dann so ein Legendenalbum auch noch, Alter. Hast du irgendwelche vollgeschrieben, Baby? Das hat er vollgeschrieben für viele Tut andere uns nochmal leid, Alter. Ja, sorry, Jungs. Ja. Hier, die Schuldigen. Blame it on a Boogie, Ente Fabio. Ja, Fabio, ich kenne dich seit hier in Langwitz wohne, seit 91. Ja. Dein Bruder ist mir damals aufgefallen, der war immer sprühen Hitzerot-Bilder. Ich glaube, was hat Mr. Long getaggt? Bless. Bless, genau. Und der war dann auch, glaube ich, immer mit ein paar Arzten, haben die gebombt. Und er war mit Chente. Mr. Long war derjenige, der mit Frauenarzt die erste Rap-Gruppe hatte. Overtext 97, 96 im legendären Studio von Islamic Force auch. Wir haben dann angefangen damals zu sprühen, haben Rappen angefangen, hatten ganz kurz mal Beef, wie alle in Berlin haben. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Richtig. Da haben wir auch wieder eine Tour gerockt. Ja. Wir haben das Collabo-Album, wir haben lustige Features. Wir haben ganz viele versaute, freaky Tales, Baby. Aber wenn Fabio jetzt auspackt, was da alles passiert in den 90er Jahren, ist euer Onkel Boogie schneller in der MeToo-Kampagne, als er denken kann. Das ist Real Talk, Alter. Ja. Da haben wir einiges gemacht. So auf den Punkt gerade. Ja. Wie bitte, Baby? War so auf den Punkt mit der MeToo-Kampagne. Ja. Ja. Eine Oral Jelly, dann Moral wie R. Kelly, war ich immer wieder. Ja. Nice. Alter, ja, Wahnsinn, Alter. Angefangen hat es dann, glaube ich, wirklich, ich glaube, du warst mit meinem Bruder auf einer Schule. Auf der Max von Lauer. Genau, das ist richtig. Dann war ich Langwitzer. Wo haben wir uns kennengelernt? Ich meines Erachtens schon vor Hip-Hop, dass wir schwimmen waren und so auch manchmal, ganz früh. Ich kannte dich ja eh. Ja. Ich hatte dich auf dem Schirm, weil du ja Boogie warst aus Langwitz. Ja. Ich habe immer, da haben wir gesagt, wir waren ja ein bisschen jünger und dann, ey, guck mal, das ist Boogie, der Psycho. Ihr habt die Idioten auch cool gefunden, oder? Messerstecher-Boogie und so eine Sachen. Ja, und dann, keine Ahnung, wie dann... Wann wir uns das erstmal so richtig getroffen haben, weiß ich selber nicht. Aber gefühlt immer zusammen aufgewachsen. So. Ich habe die ganze Zeit das Strandbad Wannsee im Kopf. Wo wir lange hingelaufen sind. Ich hatte auch eine Bong mit. Und ja, da, das habe ich im Kopf. Dann auch ganz. Ist ja nicht außergewöhnlich, wenn du jetzt mit einer Bong. Ich habe dich auch eigentlich schon immer. Du bist ja auch immer dann mit Chente down gewesen wegen dem großen Bruder. Und eigentlich seit Bassbox, war. Du warst ja, glaube ich, so auch schon auf den ersten Bart, nee, auf den ersten nicht, auf den ersten Orgi-Tape warst auf du sofort Orgi-Tape. Schon drauf. Ich war ja, damals hatte ich nicht so, also ich hatte ein bisschen Respekt davor, vor euch zu rappen. Und dann hat Orgi irgendwann gesagt, fangen wir jetzt an zu rappen. Ja, und dann war ich auf den ersten Orgi-Sachen drauf auf. Wahnsinn, bei Orgi. Tag der Abrechnung. Tag der Abrechnung. Mhm. Muss man dazu sagen, Orgi hat alle rappen lassen. General Alar, Unterleib Dynamo, Frank Fuck. Orgi hat alle Arzten rappen lassen. Also die Bassbox-Arzten auch. Viele kennen ja noch die Posse Drakes, Porno-Oli, die Gebrüder Keumanns, die waren behindert. Das ist ganz krass. Da gibt es die legendäre Geschichte, wo er 10 Stunden braucht für einen Tag und dann rausgeht und schreit, wisst ihr nicht, dass ich einen Sprachfehler habe? Aber das war perfekte Integration. Ja. Also war Wahnsinn. Ich saß auch auf der Couch. Ich saß auf der Couch und Orgi meinte, rap mal jetzt. Was? Ja, rap mal jetzt. Hier. Rap mal über dein Gangster-Life, was du da so hast. Ja, hab ich mich hingesetzt, hab ein paar Sachen geschrieben und dann so fing's an, Alter. So ganz gechillt. Ja. Völlig stoned auf der Couch, Alter. Also wirklich, du begleitest mich echt schon immer seit Anfang an. Ich glaube, bei Lyrischer Hooligan warst du noch nicht drauf. Ich hoffe, du bist immer noch nicht drauf. Aber nee, ich meine, warst nicht auf Lyrischer Hooligan. Gleich auf Boogie und Arzten 2 haben wir, glaube ich, war so ein bisschen mit Bushido irgendwas. Da haben wir doch dieses volle Programm gemacht, diesen Track. Wenn du dich erinnerst. Scarface-Sample. Ja, das ist richtig. Auf Boogie und Arzten 2. Und danach gab es noch den Track, glaube ich, Fick die Party, oder? Oh, krass, Alter. Du holst gerade Sachen raus, Alter. Da gibt es eine lustige Anekdote. Und dann gab es, das war was anderes. Das heißt, das war ein anderer Track. Fick die Party war ein Track vom Atzenkeeper, lieber Belasch. Ein sehr guter Beat ist der erste Beat, der von mir ist. Ha, wie soll das gehen? Ach, produzieren kann ich auch. Ich kann es dir aber erklären. Der Bruder Serk, der heute richtig guter Homie von mir ist, er hat mir auch erlaubt, dass ich die Geschichte mal erzähle. Der hat mich 2-3 Mal versetzt,
weil der Bürgermeister damals noch mit einem anderen Mindset angepisst, habe ich einfach den Beat von einem anderen engagieren lassen und dann produziert MC Boogie. Jetzt habe ich es mal aufgeklärt. Echt, ja? Ja. Hast du geklaut, ja. Abgezogen? Ja, ja, siehst du, Alter? Das ist so wie taktlos ein Ice-T-Feature. Wie taktlos Ice-T-Feature. Was hat er legendär da gemacht? Was hat er da gemacht? Ist auch wie selber gerappt. I'm motherfucking Ice-T oder sowas. Weil der Bruder ja gestern da war, lieber Belasch, ja, ja. Der Abu Langwitz war ja, ja bei uns. Ja, ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Der Kollege hat ja mal mich und Abu Langwitz geklaut. Es gibt ja im Internet einen Kollege-Remix, das ist vom Gangster Boogie Mixtape, ein Track von mir und Commander. Und auf einmal gab es den gleichen Track, wo sich der Kolle raufgemogelt hatte. Im Nachhinein habe ich Kolle gefragt, er wusste dann auch nichts davon, hat es aber auch gefeiert. Also Abu Langwitz ist auch schon mit ganzen Big Dogs wie MC Boogie und Kollege am Start. Krass, ja, unfassbar. Ey, dann kommen wir weiter zu der Diskografie. Ey, ist jetzt kein Süßheitsraspel. Du hast echt eine Menge gerissen. 1000 Covers kommen raus. Dann eine Epoche auch vergessen. Du hast ja das Album bei Bushido oder so. Das ist ein Album. Rap braucht kein Abitur. Rap braucht immer noch kein Abitur. Genau. Mach doch mal einfach mal am besten eine Diskografie. Wollte ich vorschlagen, B, oder? Eine Diskografie? Ja, dann können wir ja 2 Stunden Podcast nur darüber machen. Ja, ja. Angefangen haben wir mit erster Album, Berlin bleibt hart. Mit Orgi. Dann kam Rap braucht kein Abitur. Ja. Dann kam das Remix-Album, weil das indiziert worden ist. Rap braucht immer noch kein Abitur. Mhm. Dann kam Von Bezirk zu Bezirk, unser Album. Glaube ich, ja. Nee. Ja, irgendwo dazwischen kam Von Bezirk zu Bezirk. Dann kam mein Album Berliner Schnauze, Schmetterlingseffekt, Zahltag. Ja. Und dann hatte ich ja die 4 Jahre Pause wegen meinem Label, konnte ich nichts rausbringen. Und dann habe ich endlich Erwachsen rausgebracht, Musik wegen Weibers. Dann haben die Fans nicht so gefeiert. Okay, alles klar, Zahltag 2 hinterher geschossen. Und dann, ja, besser. Ich bin jetzt mit dem Album mein 10. Album. Ich habe gar nicht so viel. Ich dachte auch, es ist mehr. Ich bin jetzt auch, wenn ich ein Solo-Album wieder mache, hätte ich mein 10. auch. Ich wollte aber eins fragen. Das, dein 10. und ein Solo? Ich habe ja auch mit Onkel B Collabo-Album, ich habe Mixtapes, wo ich alles berappt habe, nur nicht mit den Beats. Habe heute eine Menge auch Mixtapes und so, aber wäre jetzt das 10. Solo. Wir waren auf einer richtig starken Tour mit der Schwester Shira. Props an Shira. Serk auch. Ja, Serk war auch dabei. Props an Homie Serk mit dem Beat. Ich weiß, du bist mir nicht sauer. Wir sind schon jahrelang down. Kein Arnold Fitner, bitte. Kein Platz für Arnold Fitner. Wir waren aber auf einer Tour, die fand ich mega stark, weil du hattest Instrumente dabei. Genau, ich hatte eine Band dabei. Das war für das. Boah. Wir hatten nämlich auch ein Collabo-Album mit Serk. Also, ich habe das BSH genannt, weil wir gesagt haben: Okay, wir machen ein bisschen andere Mucke. Und da hatten wir gleich eine Band dabei. Und da war auch noch Picky, der Security, mit dabei. Picky, wir erzählen gleich ganz viel. Ich wollte nur mal sagen, Props auch an Shira. Ich habe letztens ihr altes Album gehört, dieses Beauty and the Beast. Mega. Die Cousine von Keith Mary. Sie hat ein bisschen Kontakt zu meiner Freundin. Mega stabil. Mega. Serk, einer der talentiertesten. Voll. Ich habe letztens einen lustigen Song, gab es irgendwie vor ein paar Jahren mit mir und so ein Gamer, hieß der, mega witzig. Da war ich mit Serk im Studio, riesig stabil. Und die Tour war mega witzig. Ich kann mich noch eine Szene erinnern. Das war meine wildeste Zeit, ja. Und die haben sich immer, dann kam Presse und da meinten die Security so, Boogie, du kannst hier nicht so viel ballern. Ich sagte, ich muss mal eine ballern noch vor der Show. Ja, gut, eine. Na dann, B weiter. Die Wahl tut weh. Ich mach mir so ein langes Ding. Kein Witz. Mach die weg. Dann weiß ich nichts mehr. Dann gehe ich auf die Bühne. Wo waren wir? In Hamburg oder Frankfurt? Hamburg, ne? Hamburg. Ja. Hi, Frankfurt, ich feiere Frankfurt. Stimmt. Und so geht Asa Props. Jetzt weiß ich wieder. Ja. Ja. Ich hab letztens mit Serk auch einen Podcast gehabt. Ja, also wir zum Album machen wir so ein Macho-Podcast, ne? Genau, da quatschen wir so ein bisschen. Und ich habe ihm gesagt, regelmäßig? Habt ihr regelmäßig? Ja, regelmäßig bei Serk und mir ist das immer so ein Ding so. Wir probieren es regelmäßig zu machen. Wir haben jetzt einen draußen und er ist gerade im Urlaub. Deshalb lassen wir uns da gerade ein bisschen Zeit. In einer Woche kommt der zweite, ja. Ah, okay. Und er meinte zu mir, ich meinte zu ihm nach dem Podcast, ich so, Keule, du musst so Stories aus dem Studio erzählen, was so krasse Stories, was die Fans hören wollen. Und dann sagt er zu mir, das kann ich Boogie nicht antun. Die Legende ist Grüße, wahr. Grüße an Serk, Baby. Ja, schöne Grüße. Aber früher hast du gesagt, wie Serk arbeitet, würdest du gerne Urlaub machen. Aber wirklich. Oh, jetzt macht er gerade Kindermucke. Ich weiß. Relativ erfolgreich, läuft im Radio und so. Unfassbar. Ja. Naja. Wie Kindermucke. Also er macht so richtig Kindersongs, ja? Ja, er macht Kindersongs. Und jetzt finden wir alle uns. Ja, ja, das ist eigentlich voll schlau. Bushido und so. Das ist eigentlich voll schlau. Das wollte Harris auch mal vor Jahren machen. Ich hatte das auch mal irgendwie vor 5 Jahren angedacht, sowas in die Gänge zu bringen, weil es zieht einfach immer. Ist voll gut. Geiler Geldmach-Move. Ja. Auf jeden Fall. Mit Kindern. Mit Kindern kann man immer Geld machen.
Das hat Wayfair gerade bewiesen, glaube ich. Oh, der Insider. Ja. Was war gestern da los? Habt ihr, Onkel B, hatten irgendwann gestern, war Abu Lang für ein Podcast, wilde Schießerei in deinem Bezirk hier. Bist du jetzt Neuköllner? Ja, ich bin wieder weg. Aus wieder weg? Ja, ja. Ich bin wieder nach Steglitz. 45, Baby. Nach Steglitz. Wie gefällt dir der Track mit Samra? Welcher? Samra und Jalil, 45. Du als eigentlich... Super. Ich wundere mich auch, warum der Bürgermeister nicht da ist von der Thermometersiedlung. Ja, wäre schön gewesen, wenn wir mal alle eins zusammen machen, die ganzen Lichterfelder. Da gibt es ja eine Menge. Aber ich fand den schön. Wir machen ja immer alle Tracks zusammen, die sind dann immer auf dem Album, mal Smokey dabei, mal nicht, mal Rako dabei, mal Rikon und dann gibt's keine Langwitzer mehr, die rappen. Dann müssen wir einen Südberlin-Track machen mal. Alle Südberliner. Muss ja mal sein. Ihr habt immer noch so diesen Oldschool-Kopf, Alter, man merkt immer noch. Ja, ja, jetzt blühe ich voll Berlin auf. Mit Berlin und so ein Zeug, Alter, ja, ich kann die ganze Zeit quatschen, Baby. Bei Politik muss ich mich voll oft zurückhalten. Jetzt die Leute sagen immer, weißt du, warum verändern sich die Leute und so. Ihr verändert euch nicht, weißt du. Und das haten die wahrscheinlich dann auch wieder. Man ist nie zufrieden, weißt du. So. Die Hängengebliebenen, sie sind immer noch in Südberlin hängen geblieben. Voll gut. Aber es gibt jetzt mittlerweile halt auch irgendwie 10.000 Mal mehr. Ne? Also, wie viele Rapper gibt es heutzutage, Digga? Südberlin-Track, da müsstest du jetzt wie viele Leute draufpacken? Oh, viele. Wahrscheinlich 200 Rapper. Ne? Ja. Früher wollte es ja keiner sein. Die dachten immer, wir sind Elitäre, da Nazis, da sonst irgendwas. Ja, aber es gab es ja nicht. Nee. Es gab keinen Südberlin. Nee. Das ist halt das Ding. Es gab Ostberlin, es gab Westberlin. Südberlin wurde so dazu addiert. So, verstehst du, was ich meine? Aber so rein technisch gesehen gab es keinen Südberlin. Weißt du, was ich meine? Nordberlin gab es auch. Wir waren die Macht. Ja, wollen wir mal rausgehen mit Onkel W hier? Ja, nee, stimmt, Wahnsinn. Aber auch Dicker, ihr habt euren Stolz da rausgeholt. Hat man voll gemerkt. Ihr seid da voll stolz drauf auf das Ding. Uns war es immer voll Latte. So, Ost-West, was auch immer, wir waren Kreuzberg. So, das war so alles, was gezählt hat. Und keiner hat auch sein Revier so gerne verlassen, wie du weißt. Also, außer man war draußen, um Scheiße zu bauen. Ja. Aber es kam mir auch so vor, als wenn Südberlin halt auch das Ding so ein bisschen übernommen hatte wegen der Southside-Einflussgeschichte aus dem Rap, so weißt du, weil ich hatte das Gefühl, dass voll viele von euch Südberlinern halt auch diesen Southside-Einfluss hatten, so. Ja, da hat man voll viel so 36 Mafia und so ein Zeug. Ja, aber ich glaube, viele hat es voll. Frauenarzt war halt von uns allen sowas wie der Vater, der hat uns alle ins Independent-Game reingebracht, der hat Millionen, der hat vom Amstaff-Logo, von alle, ich sag, kann jeder muss selber sagen, du weißt, alles hat er gemacht, der hat so die ganze Arbeit da übernommen und na klar, er hat dieses Haus-Einfluss, ich war aber schon immer einer, der alle Einflüsse geschätzt. Ich war überall auch von Musik und von Corners und so. Aber was man sagen muss, Baby, der hat auf jeden Fall, hast du recht, der Haushalt-Einfluss war dieses, wie heißt es da, Kofferraum-Hasseln irgendwie, ja? Trunk-Hasseln, das war diese Mentalität, die Arzt auch gemacht hat. Fern von der Industrie, holt euch Presswerke, macht es independent, da hast du recht. Aber noch mehr als der musikalische Einfluss war der geschäftliche. Ja, ja, auch so ein bisschen die langsamen Beats und so, das hat man bei unseren Ecken fast gar nicht gehört, weißt du? Das war schon auch so ein bisschen... deutlich, aber du hast recht auf jeden Fall. Der Bruder hat auf jeden Fall, denke ich mal, viele Türen geöffnet mit diesem ganzen Kofferraum-Hustle. Einmal auf jeden Fall Applaus. Ja, vor allem auch bei Arzt war das so, wie du schon meintest, war so ein Papa für alle. Und es kamen so viele Rapper dazu. Ja, du hattest deine Rapper, ich habe welche entdeckt und alle wollten halt irgendwie auch Arzt zufriedenstellen, kam mir das so vor. Und der hat das so vorgegeben und dann war auf einmal so dieser Source-Einfluss da. Ja. Für mich persönlich, ich fand immer... Ich finde kein West Coast gut. Du und ich fand immer Norjäger. Du hast Norjäger geliebt, wie ich. Servus, yes, so muss sein, Alter. Immer. Norri. Schon aggressiv. Ja, aber bei dir hat man das auch gemerkt. Du hast auch nie so richtig einen Sound behalten. Nee. Immer so Chameleon-mäßig unterwegs. Also ich hatte immer eine Richtung, aber immer wechselnde Produzenten. Und die dann erstmal auf den Film zu bringen, ja, war auch immer dann schwer, weil die dann ihre eigenen Einflüsse reinbringen wollen. Und deshalb gab es selten Momente, wo ich dann nach dem Album gesagt habe, okay, das ist der Sound, den ich mir auch hundertprozentig vorgestellt habe. Das ist jetzt zum Beispiel bei dem jetzigen Album so, wo ich einfach Ilan machen lassen habe. Ich so, mach einfach, das passt wie Arsch auf Eimer. Und bei Zahltag, wo ich Joker F so krass therapiert habe, ja, ich will genau diesen Sound. Und davor war das immer so ein bisschen ja, hin und her. Aber jetzt zum Glück mit Ilan, du machst die Beats, ja, wie bei euch, und ich rap einfach drauf, Alter. Ich will da gar nicht mit reinreden. Ich habe auch eine Produktion mit Ilan. Können die Fans mal hören? Auf den auch berüchtigten Gangster Boogie Mixtape. So viel Hass gab es noch nie auf ein Tape. Das ist eine Originalproduktion von Frauenarzt, Chucky und mir. Mega interessant. Wie heißt es nochmal, das Lied? Nein, aber reicht, finde ich, glaube ich, Chucky, Frauenarzt, Boogie, Gangster Boogie googelt. Und Ilan. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Der Bruder ist ja auch schon lange dabei, Alter. Also Ilan, so. Ja, ja. Also das erste Mal habe ich das zu der Bushido-Ära
mitbekommen, weil Bushido so berühmt geworden ist. Ist klar, dass man auch mal seinen Produzenten dann auch mal checkt, weißt du so, in dem Stil. Aber jetzt habe ich auch seit Jahren seinen Namen nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Elan hat auch jahrelang nichts gemacht. Der hat, weiß nicht, so Filmkompositionen gemacht und sonst irgendwas, Werbung. Und da, wo das Geld drin ist halt. Richtig. Und dann kam ich um die Ecke und meinte, ey, ich brauche einen neuen Sound. Nein. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben den alten Sound gemacht. Jetzt ist er glücklich und wieder pleite. Ja, richtig. Also er hat wirklich jahrelang, bis du gekommen bist, keine Mucke gemacht. Ja? Er hat schon Mucke gemacht. Ich habe das jetzt auch nicht komplett verfolgt. Ja. Ich weiß auch nicht, für wen er alles produziert hat, war mir auch egal. Ich bin zu ihm wieder ins dunkle Studio reingekommen und schon war meine Stimmung im Keller, aber positiv. Das war einfach dieses, das passt jetzt auch perfekt zu der Alles Atmosphäre. Wird gut, so hieß der Track. Alles wird gut, von DJ Elan produziert. Ja, wann kommt denn das Album raus? Am 21. August, hoffentlich. Ihr wisst ja, wie wir Rapper sind. Ich muss das Master noch abgeben. Wird gerade gemastert. Aber müsste rauskommen. Hoffe. Das ist ja Corona-Time auch, wa? Hat ja, das ja, auch da ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass das verschoben wurde? Eher weniger. Eher so ein persönliches Ding. Weil ich hatte das Album fertig und dachte mir, passt gar nicht zu meiner aktuellen Stimmung. Es war alles ein bisschen funniger und ein bisschen lustiger. Und ich bin gerade durch Corona, glaube ich, auch so abgefuckt und nicht gut gelaunt. Dass ich dann auch nochmal gesagt habe, ey, wir machen das Album komplett neu. Mit Elan Beats und schreiben auch nochmal ein bisschen um. Und jetzt ist es wirklich so düster in die Fresse, gibt's nichts zu lachen. Das hat wahrscheinlich so ein bisschen mit Corona zu tun, ja. Wie hat dich das negativ beeinflusst? Hast du Tour-Gigs verloren, oder? Naja, eine Menge auf jeden Fall. Die Club-Geschichte. Stimmt, bin ich blöd. Dumme Frage. Ich wollte, wollte auf Tour gehen mit Orgi. Mhm. Muss man auch irgendwie verschieben. Und generell alles so. Wisst ja, was los ist. Zurzeit haben wir auch davor geredet. Im Internet, die Leute sind alle geisteskrank geworden, Alter. Und das zieht mich alles irgendwie runter. Also wenn du noch geisteskranker werden willst, ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit dem Bruder Gazi Vorgruppe bei Orgi-Tour. Ey, sowas Hartes habe ich noch nie gesehen. Es war hart. Da habe ich übrigens auch meine Frau kennengelernt. Ach, super. Gefunden. Ja. Nee. Orgi macht eine mega lustige Tour. Kann ich mir auch dich voll vorstellen. Ja, aber es ist hart. Zeit. Was im Backstage passiert, bleibt im Backstage. Richtig. Nee, eben nicht, Alter, Digga. Bei euch nicht. Ihr seid nicht Las Vegas. Das kann ich schon mal sagen, Digga. Ihr seid das Gegenteil. Was in Langwitz passiert, bleibt nicht in Langwitz. Ja, Langwitzer Buschfunk, Baby. Ja, ja, ja. Jetzt auch noch Abo Langwitz, der offiziell alles berichtet. Ja. Ja. Das ist schon crazy. Zeit vergeht halt, ne? Wann ist das Album rausgekommen, Bezirk zu Bezirk? 2004? 2004, ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, Alter. 2004. Genau, Baby, weil ich glaube 2005 kam geballte Atzenpower raus. Genau, da kam auch mein Debüt. Deswegen, es muss vor meinem Debüt gewesen sein, 2004, definitiv. Ja. Alter, Dicker, die Fans Jahre. Fragen auch alle, Baby, Hardcore, nach den Sachen. Das müssen wir mal ansprechen. Die fragen alle bei Spotify, die wollen die alten Bretter hören. Ja, alle. Pack mal wieder rauf, Digga. Ja. Pack rauf, pack das Album definitiv rauf. Bezirk zu Bezirk demnächst. Das muss auf jeden Fall rauf und willkommen in Upshom City. Okay. Das sind die beiden, die fehlen, genau. Definitiv. Ja. Das ist History. Das Geld spenden wir aber. Ich muss auch noch meine alten Alben raufpacken. Fällt mir gerade ein. Hier, dein Bruder hat mir letztens ganz viele geschenkt, aber du kennst doch, wie ich bin. Ich verschenke doch immer alles. Wie die Bruder. Ich habe auch keine CDs mehr zu Hause. Alle geht zu meinem Shop, weil in einem Jahr hatte ich mal 800 verschenkt oder übertreibe ich 500 oder so und sind dann einfach weg. Aber dein Bruder hat mir letztens Mr. Long erstmal Grüße ans ganze Amstaff-Team, die Amstaff-Familie, Don Pedro, Mr. Long, alle meine Brüder, die arbeiten, Commander, Basti, Zille, eine Liebe, lustiges Lager. Eieiei. Was für CDs? Der hat mir eine alte Pnee, eine Platte hat er mir geschenkt gehabt. Welche die Platte? Einzige Platte, wo ich drauf bin, sonst sind alle drauf von meinen Platten. Aber das war eine Single. Da ist, oh, man schießt mich tot, ein Lied von deinem Bruder halt drauf, Mr. Long. Sexy Ärsche. Sexy Ärsche. Das ist eine Vinylplatte und ich habe halt, ich bin der auf der B-Seite drauf mit einer Single vertreten von deinem Bruder und mir. Ich glaube, das war Sexy Ärsche, ja. Einer der Lieblingslieder von deinem Bruder und Frauenarzt ist mit diesen Kurden und Zadika gegen den Rest der Welt. Freunde, das schnulzigste Deutschrap-Lied ist einfach von Mr. Long, Frauenarzt gegen den Rest der Welt. Check das, ich gebe es mir auch heute Abend. Das ist unfassbar. Ist hart, ne? Ja. Ja. So, das war's. Super. Ja, das war der Podcast. Aber ich glaube, auf dem Track, wo du drauf warst, Baby, das war doch so einer, wo 16 Features drauf sind, ne? Bestimmt? Ja. Yeah. Wie ist denn der Song? Mein Schwanz, deine Frau. Oh mein Gott, das war der Song? Und ich glaube, bei den ersten Tapes, sage ich noch, wo ich das erste Mal mit dir gearbeitet habe für deine Solo-Sachen, sage ich auch noch, ich trage nur Amstaff-Caps.
Mit Rako und mir, da gibt es ein Lied von dir und mir und Rako auf deinen ersten. Ach so, das war mein erster Song überhaupt. Richtig, der ist nicht auf dem Album, aber der war so auf meiner Website. Das war das erste Mal, dass einer mich überhaupt rappen gehört hat mit einem anderen Song. Ja, mit mir und Rako meinst du. Mit dir und Rako. Sehr schöner Song, ich möchte ihn mal gern wieder hören. Ja, ich habe den auch gar nicht mehr im Kopf, Alter, ehrlich gesagt. Aber das ist so, es war genau diese Zeit, wo ich überhaupt das erste Mal gerappt habe, oder? Das waren wirklich meine ersten Texte. Ich kann mich noch ganz genau, deswegen kann ich mich so gut erinnern. Ihr nicht mehr, weil ihr habt das schon alles gemacht und getan gehabt. So. Ich war halt einer von 20 Assis. Ich habe dich auf immer mitgeschleppt. Drauf, ich habe immer dich mitgeschleppt. Zu Neuer Standard, zu Beethoven. Ich wollte immer B präsenten, weil ich dich Digga, ich habe gerade angefangen zu rappen. 2-3 Wochen, keine Ahnung. Also wie kam es dazu, dass du rappst? Er kam vom DJ. Digga, 2-3 Wochen, nachdem ich meine ersten Texte geschrieben habe, hat Isa gesagt, Boogie hat gesagt, ihr sollt beide auf Hengst und seinem Album mal irgendwie mit drauf rappen oder so. Ich meinte, ey, Digga, wirklich jetzt? Perfekt. So einen auf den. Dann sind wir da hingekommen und dann haben wir gemerkt, na gut, okay, sind auch noch irgendwie gefühlte 300 andere Leute drauf, dann ist okay. Ja. Weil sonst wie auf den Weibern früher. Weißt du, Bruder, ich bin jetzt gerade erst im Game, weißt du so, jetzt will schon einer, dass ich irgendwo raufrappe und dann kommt es auf eine CD rauf, geht alles ein bisschen schnell. Ja. So, weißt du, einen auf den. Aber es war einfach nur so, dass, guck mal, Isa und so, diese Ecke, die waren die, mich zu diesen Bassbox-Leuten gebracht haben. Mhm. Und weil es halt in Kreuzberg auch war, aber es waren halt nicht so unsere Leute, es waren halt so die wie soll man sagen, die abhängenden Drogen-Biersäufer. Punker aus Kreuzberg, weil der eher Punker auch. Ja, es waren so diese Suffskis. Digga, die waren immer besoffen, haben immer Ärger gemacht, immer Schlägerei, immer Rumkotzerei. Atzen. Irgendwelche Partys, wo Leute mit Gemälden reden und die Gemälde reden zurück. Das war nicht unser Film. Wir waren so mehr so diese Kanackenstraße, bisschen Gangster, vielleicht mal ein Joint im Mund, aber das war es dann auch. Weißt du so? Beides. Ja. Auf jeden Fall hab ich dadurch dann durch Isa das kennengelernt, dieses Umfeld, und habe 2001 angefangen zu produzieren und erst den ersten Beat direkt bei Bastards Debütalbum irgendwie platziert, irgendwie bei Obscuritas Eterna. Bei Atzenkeeper hattest du auch keinen Gangster, aus keinen Gangster hast du K1 Gangster Remix gemacht. Das war noch gemacht. Ein paar Jahre später. Und das war halt so der Einstieg. Und da habe ich diese Bassbox-Leute kennengelernt. Und damals hat kaum jemand gerappt, Bruder. Du weißt ja selber, wie das war. Und dann hast du die kennengelernt und hast gesehen, okay, das sind wirklich sehr, sehr wenige. Und ich habe jetzt Beats und denke mir jetzt, ich mache jetzt voll die geilen Beats und so. Ich bin jetzt neu dabei. Und ich finde jetzt bestimmt auf Anhieb voll die krassen Leute, die rappen, die können auf meine Beats rappen. Pustekuchen. Ja. Nach original dreiviertel Jahr, so. Man will ja nicht betteln, aber man fragt immer mal wieder. Weißt du, kam nicht mal von meinem engsten damals Bekannten aus dieser Rap-Szene, Isa, ein 16er, zurück. Da dachte ich mir, Alter, ey, auf diese Szene kannst du dich nicht verlassen, Digga. Ja. Und danach habe ich dann angefangen, halt selber zu schreiben. Da ging es mir auch, Alter, zu der Zeit, Alter, richtig kacke, muss man sagen. Also, weil das war genau die Zeit, wo du aus der Schule rauskommst. Du weißt eigentlich gar nicht genau, was los ist. Du bist mitten im Dreck da, damals bei uns so. Und dann sitzt du da irgendwo, Alter, weißt du, ich weiß noch ganz genau, ich war aus der Schule raus und saß original im Jobcenter, im Sozialamt. Oha. Kein Kohle, kein gar nichts, weißt du so. Und hab danach dann mein Dings, die Zettel rausgeholt, wie in so einem scheiß Eminem-Film so. Und hab beim Warten, weil man da 2-3 Stunden mal warten musste, in diesen dreckigen, dunklen Nazi-Gängen, wie das da damals aussah, nicht so schön wie heute, da habe ich mir dann das Blatt Papier genommen und hab mein erstes Album Regen geschrieben. Das sind meine ersten Texte. So, alles kam danach eigentlich. Also, da ist ja schon Leben im Regen drauf. Ich kenne das. Ich habe zum Beispiel Berliner Schnauze auch beim... Ich habe ja Teller gewaschen, damals im Restaurant, und da habe ich Berliner Schnauze das Album geschrieben. So immer, wenn ich dann so Raucherpause hatte, habe ich dann bis hingesetzt, neben den Tellern, Alter, neben dem Mülleimer, dann habe ich da Texte geschrieben, So war das. Guter Rap gedeiht im Dreck, wie der Bruder Mach One sagt. 100% richtig. Die besten Tracks habe ich eingesperrt geschrieben. Aber ich kenne es auch noch, direkt nach der, ich war noch zu jung, wollte mir dann schon Geld vom Sozialamt abholen, weil ich auch gemacht habe, war das Arbeitsamt noch nicht für mich zuständig. Und dann hat die blöde Tante mir immer unterstellt, dass ich Anabolika nehme. Da habe ich mich immer vorher aufgeregt. Da musste ich so viel Anabolika. Ich habe noch nie Anabolika genommen. Da wurde man auch immer gut diskriminiert. Es hat einen mehr Power gegeben, ein Gesetzloser zu werden. Ja, verrückt, ja. Ja, das war wirklich eine wilde Zeit auch damals, zu diesen Sozialamt-Zeiten. Es hieß ja früher Sozialamt. Kettenverstecken steht im Bushido-Buch, Baby. Entschuldigung, ich unterbreche. Im Bushido-Buch steht, er traf MC Boogie. Er versteckte seine ganzen Ketten beim Sozialamt. Digga, du bist wie ODB, Alter. Der ist auch damals vorgefahren vom Sozialamt, ist aus der Limousine ausgestiegen und hat erstmal sein Geld geholt. Klassiker, Alter. Applaus für ODB. Das, also. Und das Krasse ODB. War, Baby, das Sozialamt war 5 Meter neben Düppelstraße. Jawohl. Das war immer das Gleiche. Sozialamt Geld nehmen, ab zum Puff Düppelstraße. Habe ich zum Beispiel, ich habe noch nie, durch meinen Vater habe ich gelernt, nie Geld vom Staat zu nehmen. Keine Ahnung warum. Ich habe dann lieber versucht, irgendwas anderes zu machen oder sonst irgendwas. Okay. Ganz komisch bei mir, keine Ahnung. Mein Vater sagt, er würde auch mit einem Eislöffel Sand buddeln, wenn es viel Geld gibt. Geld stinkt nicht. Ja.
Ja, man muss dazu sagen, es gab bei unserer Generation gab es ja viel Armut in Kreuzberg. Mhm. Wir waren ja da, weil wir arm waren. Also so, das ist halt so, wir haben es uns nicht wirklich ausgesucht. Weißt du, was musst ich meine? Du dann irgendwann machen, da klar. Diesen, ja, das ist so, ich habe das nicht, ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Also ich war in der Schule und meine Eltern und ich sind als Flüchtlinge hier angekommen. Wir hatten gar nichts. Wir hatten nicht mal eine Dusche, Digga. Ich meine es im Ernst. Also unsere erste Wohnung, wir waren die ganze Familie in einem Zimmer und hatten ein Waschbecken und dann haben wir immer so eine Marken bekommen und dann mussten wir damit zum Stadtbad, um uns zu duschen, Bruder. Also wir waren wirklich das Allerärmste vom Allerärmsten. Als wir hierher gefahren sind, früher, habe ich mir das dann angeguckt, wenn wir bei Mach oder sonst irgendwo waren, dann dachte ich mir auch ab und zu, Alter, die sind ja richtig am Arsch. Ich spreche es immer wieder an, Fabio. Ich als richtig, Kind in Kreuzberg, die sind ja richtig am Arsch. Ich als Kind dachte, es ist eine andere Welt, wie Außentoiletten. Und da tun mir, will ich dich mal was fragen, Fabio. Ich habe ein paar so Brüder, die so Werdegang haben wie B, die tun mir voll leid, weil ich hatte 80 Jahre voll die gute, heile Welt. Eistee im Granada hören, Kapitalismus pur, alle haben Jobs. Heile Welt, du, ja, und dann tut mir die Brüder leid, weil es war die einzige Zeit, Bruder, aber wir haben uns selbst nicht leid getan. Nein, das aber, ist eine Sache, das machst. Kenne ich auch, die mit Krieg ja, waren. Ja, du machst das Krieg aber ein bisschen waren. Zu sehr dramatisch, ja. Weil du machst es dramatischer, als es uns vorgekommen ja, stimmt, ist und wir sind original stimmt. aus dem Krieg raus und ja. sind direkt in Kreuzberg gelandet. Aber du bist auch super so. Entwickelt, viele Nein, das Ding ist halt so, es nützt drauf. Nichts, weißt du, diese Opfermentalität ja. sich aufzubauen. Es gibt wirklich Leute, die haben das und es gibt Leute, die haben es nie gehabt. Wir haben es nie gehabt, ja. Bruder, nie. Wir haben uns nie in diese Opferrolle reinstecken lassen. Von niemandem. Nie. Und das war halt immer ganz wichtig. Egal was war, du hasselst da einfach durch und am Ende von diesem Regenbogen steht der Goldtopf. Beste und wenn du jetzt wirklich lange laufen musst, um zu diesem Goldtopf zu kommen, dann weißt du davon und dann läufst du einfach ja. und meckerst nicht. Verstehst du, was ich meine? Du hast vollkommen recht. So. Ich finde auch eine tolle Einstellung. Ich finde, irgendwie haben alle Kinder recht auf eine gute Kindheit. Das geht den wenigsten Kindern so auf der Welt. Das ist ja, scheiße. Die Welt ist halt nicht fair, Bruder. Aber Nein. so halt. Weißt du, ich ja. finde es halt wichtig, dass man den Leuten da draußen vermittelt, dass die Opferposition wirklich niemals was bringen wird, Bruder. Du bist auch nicht fair. Nee. Du kommst mit Pumpgun zum Einzelkampf. Belasch kommt mit Pumpgun zum Einzelkampf und redet vom Fairsein. Ja, ich meine, gerade auch, wenn du jung bist, glaube ich, dass du dir da nicht so Gedanken machst. Ich glaube, du denkst eher, oder gerade wenn du vom Kriegsgebiet kommst, denkst du, hier ist eh Bombe, Alter. Denkst du, hier ist alles okay. Und ich glaube, dass du dir als junger Mann auch keine Gedanken machst, sondern nach dem Motto, kriegen wir schon irgendwie hin. So war das auch bei mir. Ich dachte, irgendwie werde ich schon Millionär. Ich? Na klar, Digga. Ich wäre so gerne Millionär. Wär nicht? Und dann, ich weiß noch, ich habe damals, ich hatte eine sehr, sehr reiche Freundin. Und ich habe mir ihren Stiefvater gesehen, der hatte S-Klasse und Anzug. Und ich so, oha, ich will auch sowas haben. Dann habe ich meinen Mut zusammengefasst und habe ihn gefragt, sag mal, ich will auch gerne so einen Wagen fahren. Ich will gerne bei dir arbeiten. Er meint, alles klar. Du schon seine Tochter, jetzt fragst du, ob du arbeiten kannst. Ey, dann sagt er zu mir, komm mal am Sonntag zu mir nach Hause. Und dann gebe ich dir einen Job. Ich so, perfekt. Ich sag meiner Mutter, wir müssen zu C und A, zu Woolworth einen Anzug holen oder C und A. Irgend so viel zu groß. Kennst du, wie so Spaß. Wie alt warst du da? Wie alt war ich, Alter? 13, 12, ne? Nein, ich war 14. 14, 14, 15. Hin und her. Und dann habe ich halt diesen Anzug an, stehe da vor der Wohnung. Denkst du, ich verkaufe jetzt Versicherung oder irgendwas? Dann macht die Mutter die Tür auf, sagt, ach, schön, dass du da bist und hat mir echt so einen Staubsauger in die Hand gedrückt. Ja, und einen Putzeimer. Und dann habe ich da so einen behinderten C&A-Anzug die scheiß Wohnung sauber gemacht. Aber ich konnte in dem Moment auch nicht sagen, nein, ich dachte, ich verkaufe jetzt irgendwas, Mann. Ich dachte, ich werde Millionär. Und dann saß ich da, Alter, und dann habe ich mich auch eine Woche später dann krank gemeldet. Dann sag, ich habe Bauchschmerzen, wenn ich komme und so. Der alte Trick. Immer hasseln, Alter. Ja, auf jeden Wohnung Fall, sauber ja. machen. Auf jeden Fall. Super. Ja. Aber es ist eine gute Mentalität zu haben, Digga, weißt du? Wenn du nicht nach dem Universum greifst, wirst du den Himmel nicht berühren. Das heißt, schöner ja. Spruch, da habe ich den von dir. Den sage ich ganz oft. Du musst nach dem Universum greifen, wenn du den Himmel berühren willst. Ja. Ich habe zum Beispiel bei Berliner Schnauze, nachdem ich eine Auszahlung bekommen habe, die deftig war, damals habe ich trotzdem noch Pizza und Teller gewaschen. War mir egal, ich habe trotzdem weitergemacht, weil gut, irgendwann habe ich dann auch damit aufgehört, war mir dann zu blöd. Ja. Mann, Digga, guck mal, das Ding ist, Leute, heutzutage, vor allem seit Sozialhilfe und Hartz IV eingeführt wurde, glaube ich, in Deutschland, vor allem die Deutschen, die hier so aufgewachsen sind, inklusive uns, unsere Generation, haben irgendwie das Gefühl bekommen oder es wurde ihnen eingeredet, dass es was Verwerfliches ist, zu arbeiten. So ein Scheiß. Verstehst du, was ich meine? Was so jemand arbeitet, wie damals bei Jalil. Er arbeitet im Apple Store, er ist jetzt das ein Opfer. Das war ja behindert, war? Das war ja so blöd. Ich fand das so behindert, wie sie ihn dann immer
in Klammern gemobbt haben oder versucht haben, uncool zu machen. Nas Rap schon. So for my homies, they work for $80 and don't snitch. For $8 and don't snitch. Es gibt voll viele Arzten, die auch wegen Bewährung Gangster, die in der Küche sind. Ja, und das ist voll blöd sowieso. Voll behindert. Ich fand es auch unmöglich, Belasch, weil die haben Jalil wohl verarscht, weil er wohl vorher in, war in diesen Apple Stores. Das war. Aber wer hatet denn da? Irgendwelche Internetkinder, Alter, die bei ihren Eltern wohnen und selber bei McDonald's arbeiten. Für die bist du real, wenn du eine Spritze im Arm hast und jeden Tag einen abschießt. Ja, ja, okay, dann gibt es dich ja gar nicht. So einen gibt es in der Rap-Industrie sowieso nicht. Nee, weißt aber, so? Aber ich wundere mich ja auch jetzt, wo du schon über Rap und so redest, wie kann das überhaupt heutzutage sein, dass so viele Leute sich mit dem aktuellen Deutschrap überhaupt identifizieren? Ich glaube, dass die Identifikation mit Deutschrap noch nie so gering war wie heutzutage. Ja. Es ist mehr so ein Radio-Pop-Kultur-Ding. Ja. Jeder hört es, weil es jeder hört. Aber letztendlich kannst du mir doch nicht erzählen, weil die Inhalte gehen ja fast nur darum, Rolex, Geld, Auto. Es sind Werbesendungen, da schalte ich aus. So, Werbung, da schalte ich aus. Guck mal, was ich meine ist nur, die meisten, und ich würde mal behaupten, dass es original mindestens 99% von allen Konsumenten ist, wenn nicht sogar 999%, sind nicht ansatzweise in der Lage, sich solche Sachen zu leisten. Stimmt. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und die Kids, die das sehen und so weiter, die können vielleicht den Fabio-Traum haben und sagen, aus mir wird man Millionär. Das kann man ja in jeder Sparte haben. Aber alleine Deutschrap insgesamt bedient fast alles Leute, die das sich reinziehen und die sowas niemals in ihrem Leben haben werden. Ja. Und das ist für mich immer so faszinierend. So, bis weißt zum du? Türkei-Urlaub. Türkei-Urlaub boomt, Alter, die Klamotten da. Mittlerweile, Alter. Da hatte ich mal einen Türkei-Urlaub, hatte ich mal ein T-Shirt, da war Nike, Adidas und Puma auf einmal. Perfekt, Alter. Geil. Manchmal ist mich voll geärgert. Ich war früher auch mit meinem Vater und meiner Mama auch manchmal da und da auch alleine auch. Ich war sehr Türkei verbunden. Aber manchmal hat es mich geärgert, warum überhaupt ein Emblem drauf machen. Ich hätte es gar nicht gewollt. Es war ein super Pulli. Ich brauche da nicht ein Nike oder. Hat das mit vier Streifen? Ja, ja, ja. Das gibt's da der überall. Klassiker, Alter. Ich, der Hammer. Aber ich habe mir da in der Türkei letztens habe ich mir schön Converse Leder Sporttasche mit nach Hause gebracht. Original einfach mal für 2,50 Euro. Ja. Weißt du, ist zwar nicht original, aber ganz ehrlich, hat gehalten. Es ist mir dann in dem Augenblick auch Latte. Aber wenn du jetzt wirklich in die Türkei gehst, um dir irgendwie Fake Rolex zu kaufen und denkst, du kommst mit der Nummer durch, dann wird es ein bisschen schwierig. Das ist bei euch auch mittlerweile so. Am Anfang war das, jetzt wieder zu der Thematik mit diesen, heutzutage klingt das alles Rolex und alles gleich. Am Anfang fand ich es cool, weil ich gesehen habe, irgendwelche Kinex machen Geld und bauen keine Scheiße. Ja, und oh, neuer Flavor. Und mittlerweile kriege ich richtig Hass auf die Scheiße. Ich weiß, ich bin wirklich, ich gönne jedem was, aber mittlerweile bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich sage, das ist, ich hasse es. Ich hasse es, dazu zu hören. Es ist Werbung und bei Werbung schalte ich weg. Manchmal ist es nur Werbung. Bei mir ist Langeweile. Ich frage mich, ob aus Langeweile irgendwann Hass wird oder aus Hass irgendwann Langeweile. Das ist so schlimm, Alter. So, es langweilt mich. Deshalb bin ich so stolz, was wir gerade gemacht haben mit dem Ding. Ich bin wirklich, ich laufe gerade so. Ja, ich bin der krasseste Motherfucker. Ja. Ilan und ich, wir sagen, wir sind Wikinger. Ja. Wir ziehen den Krieg zu zweit. Ja. DJ Ilan, stabil. Jo, also Freunde, ich hatte gerade in der Pause eine schlimme Nachricht, haltet euch fest, der White Rambo, First Blood, Eve wurde gerade erwischt. Free Eve. Free Eve, Alter. Gestern erst eine Dokumentation gesehen von den Atzen, die in seinem Dorf wohnen. Da sagten alle, ist so ein Lieber und so, ihr habt ihn Angst gemacht, Eve, halt durch. Ja, vier Bullen entwaffnet, wa? Eieiei, mit 30 Ritters kommen sie nicht zurecht. Rambo. Rambo entwaffnet sie, ja. Digga, ich sag ja, hier, jemand nimmt mit einer Armbrust drei oder vier Profis einfach mal die Waffen ab. Gestern in Neukölln fährt einer fast die halbe Stadt über den Haufen, springt noch vom Beifahrersitz auf die Straße, rennt weg und kriegt keine Kugel in den Kopf. Also Black Lives Matter würde hier nicht funktionieren in Deutschland. Cop Lives Matter. Cop Lives Matter, Digga. Hier in Deutschland, 100 pro. Fund 110, Hashtag. 110 ist a joke. Ah. 110, Alter, die kriegen echt ein bisschen auf die Mütze, ne? Also sie sind schon sehr, sehr soft, die Leute hier, muss man schon wirklich sagen, Alter. Gruß an die Berliner Polizei. Die meisten hat man in der Oberschule auch immer geärgert, also das waren ja auch nicht unbedingt die Alpha-Tiere. Ich will nicht sagen, ich habe schon wieder Angst, dass ihr wieder Kopf mir alles wegnimmt. Es gab doch noch den ganz krassen Kampfsportler, war es ein Russo, ein Ami-Cop, Mirko Krokop? Der ist aus Kroatien. Genau. Der heißt ja nicht Krokop, das heißt ja Croatian Cop. Ja, das ist so ein, weißt du? Genau. Er heißt eigentlich Filipovic. Da wird's auch eng, wa? Da kannst du nicht sagen, leg mal die Marke ab, nackt im Kachelraum. Wer ist das? Zu Krokop sagst du MMA. Nicht. Digga, zu Krokop sagt niemals, dass er eng ist, Bruder. Das nimmt deine Übel. Ja, der war früher Champion bei einer
MMA-Organisation, die früher größer war als die UFC. Mhm. Der Typ ist richtig Legende, weißt du so? Ist es, hat er nicht immer kroatische Flagge als? Bingo. Der ist das. Das ist er. Ah ja, ich kenne die Videos. Ja. Das ist eine Maschine. Noch ein gefährlicher Cop. Der hat Power, haut vielleicht nicht so schnell zu, aber tut weh, wenn er auf dir raufliegt. Ronnie Coleman. Da habe ich letztens erfahren, er hatte auch damals durch seine Sponsorverhältnisse gar nicht mehr das Muss, dass er da noch arbeitet. Nein, aus die Ambition. Coleman war Cop? Ronnie Coleman war Cop. Ach, und er ist immer noch Cop, Schatz. Ich habe jetzt beide Dokus gesehen. Okay. Und der hat das Handwerk auch nicht abgelegt, als er das Geld hatte. Also aber Cop aus Prinzip. Ich habe auch eine Doku gesehen. Ganz schlimm. Hat er nicht irgendwie so Probleme mit dem Laufen? Oh und ja. Ja, und ist er immer noch Cop oder kassiert er da Kohle? Also, ich denke mir mal, also er wird, wenn es im Bürodienst war, hat immer noch eine Polizeiuniform anzuhaben und er quält sich da voll ins Gym. Das habe ich auch gesehen. Aber wer mit 1400 Kilo Beinpresse macht, ei, ei, ei. Ja. Digga, das ist so richtig over the top, Alter. Ja. Das geht ja. Das. Wir haben auch manchmal früher Sport gemacht, Fabio. Wir waren, du warst mal so, dich verbinde ich mit Schwimmen und Fußball, wa? Fußball ein bisschen, Basketball habe ich viel gespielt. We like that basketball, ja. Ja, in den 90ern. Ja. Also die Jordan-Bulls-Ära, da habe ich viel mit Flair auch haben wir viel gespielt. Aber Fußball war ich nie gut, meine Brüder waren gut im Fußball. Mhm. Schwimmen, wie kommst du auf Schwimmen? Weil wir manchmal schwimmen waren. Manchmal warst du auch mit Schente in der Leonorenstraße, aber ich habe mein Schwimmen getroffen. In der Zeit, wo ihr den Führerschein machen wolltet. Digga, Basketball ist aber bei eurer Ecke aber auch wirklich prominent gewesen damals. Ihr wart die Nummer 1 in Berlin, 100 Pro, TuS Lichterfelde, Digga. Ja, ist richtig. TuSLi Basketballverein hat immer Alba gefüttert. Es gab eine Zeit lang auch diese Streetball Converse. Mhm. Da waren 3 gegen 3. Ohne Witz, ich, kleiner Typ, wurde da Berliner Meister. Oh. Ja. Applaus. Ja. Erste Jahr zweiter Platz und ein Jahr danach den ersten. Und den zweiten Platz haben wir uns aber ein bisschen ermogelt. Also wir waren da mit ein paar Kinex da und haben die ein bisschen, ja, wisst ihr, wie das ist. Ne? Aber das war voll das Ding. Ne? Warst du damals geil. Aber auch in der Schule und so am Zocken? War das deine Zeit? Weil dann warst du doch bestimmt auch im Eisstadion Neukölln bei diesen Turnieren, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Nee. Warst du nicht? Weil wir das waren immer war bei uns zocken. Digga, das gab so Turniere, so Schulturniere. Da genau, sind immer alle von den Schulen gekommen. Und es war in Neukölln, da wo dieses Eisstadion ist. Aber im Sommer. Das kenne ich auch. Das, das weiß ich nicht. Bruder, das waren wilde Zeiten. Mhm. Ich sag dir so, wir sind da hingegangen und auf jeden Fall mindestens irgendwie so 15 zu 19 an Foulverhältnis. Mhm. Digga. Jeder hat gegrätscht, gehauen, weitergetreten, Schlägereien ohne Ende. Hat Spaß gemacht. Ich kenne das voll. Wir hatten ja echt immer sowas wie das E-Team, hat ja schon mal angesprochen, ironisch. Wir haben die E genommen und Basketball gespielt, E-Team. Mit den ganzen Arzten, die viele auch später, wo als dann BC gegründet wurde, kamen die zu BC, haben wir immer auf dem Basketballplatz gespielt und wurde so gefoult, dann kamen die disziplinierten Sportler, Fremden, und die wussten gar nicht, dass sie das Spiel schon verloren haben, weil sie gegen uns spielen, sonst wurden sie später verprügelt, ganz unsportlich. Geil. Aber ich war viel mit den Alba-Leuten, die waren meines Erachtens im ABC, wenn ich es Falsches erzählen, haben die ihr Krafttraining gemacht und viel habe ich da trainiert manchmal. Die waren, glaube ich, hat B recht. Das waren, glaube ich, die am meisten so geballt haben. Die waren für uns natürlich unerreichbar. Wir waren halt irgendwo auf dem Kiez, auf dem Basketballplatz und wir fanden die auch damals nicht cool. Wir fanden Jordan cool oder Scottie Pippen oder so. Ja, ich habe Flair im Podcast von Steiger gesehen. Da hatte Steiger das komisch, lustigerweise auch angesprochen wie B gerade. Darauf sagt aber Flair so, dass das eigentlich nur eher so für Elitäre war, die da gespielt haben. Das kann ich nicht so sagen, weil ich dachte, da kommt eigentlich jeder rein. So. Elitär war das, was das Talent anging aus der Ecke. Ach so, und halt das so. Weil verstanden. Die haben da mit ihrem Verein TuS Lichterfelde haben die richtig Berlin dominiert. Guck mal, bei uns war es so zum Beispiel. Verstanden. Wir waren, es gab vier große Jugendzentren in Kreuzberg, wo so 80% aller Kanaken und so rumgehangen haben. Und eins davon war Böcklerpark. Mhm, kennst du ja. Kenn ich auch. So. Und da war halt der einzige, wo Basketballplatz überhaupt existiert hat. Und da haben auch immer alle Basketball gespielt, die aus der Region sind. Und wenn die Jungs aus Lichterfelde angetanzt sind, dann haben alle vorher schon so richtig Hype-Stimmung gehabt, weil sie wussten, die sind die krassesten von Berlin. Verstehst du, was ich meine? Das ist voll an mir vorbeigegangen. Scheiße, dann wäre ich überall hingefahren und gesagt, ich komme aus Lichterfelde, Alter. Digga, TuSLi hat richtig rasiert, ne? Und Böcklerpark damals war wirklich heiß. Das war, heutzutage, wenn du hinkommst, ist keiner da. Damals, wenn du hingekommen bist, da haben im Zauninnenbereich haben alle schon gesessen, alles Teams, und haben gewartet, als nächster dran zu sein.
Und nebenan war eins der kriminellsten Jugendzentren von ganz Kreuzberg. Auf einmal, während Leute Basketball gespielt haben, haben auf einmal Leute Machete geschwungen und da ging richtig die Party ab. Der Name, ich war da 100% schon ins Böcklerpark am Prinzenstraße. Genau da, da war ich so oft mit dem Bruder Fadi. Da waren eure Leute, hatten mehr zu sagen als das Jugendheim. Da haben wir immer Kinofilme geguckt. Die hatten so einen Kinoraum. Aber da war auch die legendäre Maxim Jam. Das wollte ich gerade sagen. Da bin ich mit Bushido und Maxim, rest in peace, da bin ich für Maxim mit Bushido aufgetreten. Erstmal Grüße am Jihad. Ich weiß, der verfolgt unseren Podcast immer noch. Der Sohn von Maxim rappt jetzt, ist so ein 20-Jähriger. Wenn du mit dem telefonierst, dunkle Stimme, richtig stabiler Rapper. Grüße an dich, Jihad. Cool, rest in peace, Maxim. Schön. Ja, die schöne alte Zeit. Die schöne alte Zeit, Baby. Und immer mit Flair. Flair war auch immer bei uns spielen. Und Flair hat es sehr schwer damals gehabt, ne? Auf dem Basketballplatz, irgendwo in Lichterfelde mit den ganzen Kinex da. Und den haben sie so auf den Ball geklaut, haben sie so oft auf die Fresse gehauen. Der ist immer wieder gekommen. Der wollte immer wieder Basketball spielen. Wie nächsten Tag. Und irgendwann war da dann, haben sie ihn respektiert. Das ist doch schön, Digga. So eine gute Story. So muss es doch sein, ne? Sich nicht unterkriegen lassen. Flizzy, Alter, der Kämpfer. Ja, aber war eine Zeit lang Trend, ne? Rapper von der Bühne zu hauen, Alter. Ja, ich habe auch viele von der Bühne gehauen schon. Ich bin kein Rapper, ne? Doch. Wen denn? Amis? Boah, weil einmal weißt du, oft schon so, wenn bei Freestyle oft und so Vollsuft, dann Streit, bei Rumschubsereien. Nee, Amis nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß ganz genau, wenn es dann Freestyle-Battle war, ihr wart ja noch ein bisschen älter und wir waren die jungen Wilden hinten. Und wir haben gesagt, immer wenn du angefangen hast Freestyle, war in unser Kopf geil, gleich Schlägerei. Savas hat ja mal gesagt, er ist immer voll dankbar, weil ich halt so viele Rapper verprügelt habe, dass ich immer damals ihn nicht so den Boxer raushängen lassen habe. Mhm. Und deswegen bin ich immer auch, Savas ist mein Bruder, Alter. Ich liebe ihn. Ja. Nee, da hat er mal gesagt, so, ja, das ist immer, oft so halt. Es gibt ja auch verbale Körperverletzungen, wenn einer einen zu doll ärgert, aber heute ist ja alles anders. Dann war ich ja ganz verwirrt bei Atzenkalle, da hat gesagt, man beleidigt keine Mütter, ihr Hurensöhne und so. Ja, das ist doch ein Atzenstyle. Ja, du weißt doch, Alter, ich steche ihn ab und danach entschuldige ich mich. Habe ich sehr gefeiert. Ja, geil. Eine Zeit lang waren Rapper auch so ein bisschen wie Trophäen. Ja, immer neu, hast richtig schlau gesagt, Trophäe, sehr weiser Spruch, Baby. Da war es tausendmal cooler anzumachen. War auf jeden Fall besser für einen Rapper, einen Führerschein zu bekommen, ganz schnell. Ja. Fängt jetzt gerade an mit diesem Jungen. Wie ist der nochmal, der Junge, der auch gemobbt wurde, zusammengeschlagen wurde, von UFO Designing? Da sind auch irgendwelche kleinen Kinder. Data Love. Genau, die Story, jetzt fängt es wieder an. Ich habe nichts mitbekommen, erzähl mal, Bruder. Das Übrige. Ach, du weißt auch. Die haben ihn einfach gefilmt. Irgendwelche Kinex, kleinen Kinex gehen hin, sagen, hey, lass mal ein Video machen. Und dann sagt er, guck mal, ich bin hier mit der Peach und so. Und dann sagt dieser Data Love, wieso sagst du Peach, lösch das Video. Und dann ging's los, was? Und er war in Begleitung. Und da haben sie ihn halt gefilmt, online gestellt und wollen so cool sein. Also langsam habe ich das Gefühl. Mir letztens erst passiert, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Und erst dachte ich ja, der wurde auf mich angesetzt. Bin auch immer sehr paranoid, wie meine Vorgeschichten. Dann kam mal raus, ein alter Kreuzberger von euch hat einen Kiosk bei uns. Der kam auch Gott sei Dank dazu, um den zu schützen. So ein Typ, er sah aus wie Sinan G. Ich kam aus dem Studio, ich sagte noch, ich wollte mit Taxi fahren. Frau Ihnen sagt, komm, wir sparen Geld. Dann bin ich BVG gefahren, Langwitzkirche, schnell Döner, Cut, Schnellgeschichte. Auf einmal kommt so ein Typ, hey, bist du ja Rapper? Bist du ja Rapper? So vielleicht 10 Jahre jünger als wir, aber auch schon ein bisschen breiter und sah aus wie Sinan G ein bisschen. Dann sagt er so, hält er mir irgendwas an, rap mal hier, sowas musst du machen und so. Es hörte nicht auf. Dann wollte er mich auch filmen und so. Dann wollte ich ihn aber haben, das haben dann viele mitbekommen, haben sie mich wieder geschützt. Aber das hast du ganz oft, Bea hat es toll beschrieben, du bist eine Trophäe. Es ist auch ganz wenig Rapper, die halt überall sich auch halt bewegen, weil man halt auch mehr Angriffsfläche hat. Und wenn halt Leuten langweilig ist, da läuft Person X vorbei, ist nicht so spektakulär, denen die Kette wegzunehmen wie Person A, die jeder kennt, oder Person B. Aber ich sage wie mein Freund Rollstuhl, hast du früher, wir tragen die Ketten nur, dass jeder sieht, dass sie uns keiner wegnimmt. Aha. Das ist gut. Bei dem anderen Bruder ist aber ein bisschen anders, der ist ja noch ein Kind. Voll gemein sowas, ja. Naja, komm, aber ja. Also Kind, ist ein Kind richtig? Ist doch noch jung, oder? Wie alt ist denn der? So richtig Kind, es gibt jetzt auch Little Shrimp und so, sein, die ganzen ganz kleinen, richtige Kinder. Oder ist er noch da ist älter? Ich kenne mich null aus. 16, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, das hat auch mal Playboy bei mir übrigens gemacht, Babys, ja? Playboy hat mich auch mal beleidigt vor der Kamera, aber aus Versehen. Da wollte er sagen, wir ficken den Hurensohn und wir ficken den Hurensohn. Aber das ist Tanjo, ne? Props an ihm gerade dafür. Ja. Da war auch eine Überraschung demnächst für alle. Eieiei, es wird sehr kontrovers. Ich bin immer noch bei diesem anderen Thema in meinem Kopf drin. Welchen? Ja, wegen dem Data Love Jungen halt so. Aber es gibt auch zurzeit, wie du schon gesagt hast, es gibt ja so ein paar ganz junge Rapper auch da draußen. Ja. Das ist so ein eigener Film für sich so. Ja. Was haltet ihr denn davon?
ich finde es cool. Also wie gesagt, wie ich schon vorhin meinte, wenn junge Kinex irgendwas machen können oder Atzen, finde ich es immer gut. Als, besser als irgendwie einer Gang beizutreten, Alter, jetzt ja. Und Scheiße zu bauen, ne? Ich hatte als Kind auch immer sehr geil, immer in der Jugend habe ich gerne und immer noch höre ich gerne Tulo, früher Criss Cross, haben wir, glaube ich, alle mal gefeiert. Klar. Bei Little Shrimp muss ich auch sehr freudig sein, weil ich sage, weil halt Block ist wie mein Bruder und so, er ist ja auch mit drin, da finde ich es aber zu krass halt. Das ist aber zu modern, das ist wahrscheinlich dieses Moderne, diese Werbung halt, das geht die ganze Zeit um materialistische Sachen so, aber es ist halt auch schwer, so halt ein Kind die richtige Meinung zu haben. Also ich glaube, ich mit 14 wäre ganz schlimm gewesen, wa? Das wäre alles auf den Index geraten. Also ich... ja. Ich finde es okay, wenn man als junger Typ was macht, was hyped ist. Ja, ich auch. Aber wenn du dann als Mitte-30-Jähriger das dann machst und mir damit auf die Nerven gehst, dann kriegst du es. Ich glaube auch. Ja, aber so ein kleiner Junge finde ich es okay. Sollen ihr Geld machen. Alter, die sind gehen zur Schule und haben Hype, haben irgendwie 2 Millionen Videos. Alter, ich hab, wir hatten sowas früher. Ja. Ich bin damals auf die Schule gegangen, gesagt, ich mach Rap. Die haben mich ausgelacht. Ja, okay. Die sagen, was ist das für Müll, wie Deutschrap. Ja, man muss halt auch immer vorsichtig sein, was man so Kinder halt reinkatapultiert. Weißt du, jetzt meine ich jetzt nicht bei den Shrimp direkt, aber auch so halt, die muss man halt gucken halt, weil die wissen halt noch nicht ganz genau, was sie sagen und müssen halt immer leben. Ich habe letzte lustige Geschichte über das Pippi Langstrumpf-Mädchen bekommen, die Schauspielerin von Pippi Langstrumpf. Die ist verflucht, die sagt, das war ihr Albtraum, diese Rolle. Sie hat nie mehr Rollen bekommen, ist immer Pippi Langstrumpf. Und ich bin auch immer noch der böse Messerstecher für euch. Seit Jahrzehnten bin ich ein lieber Arzt, der Omas über die Ampel hilft. Und auch mehr. Nicht meinst, du damit, meinst du damit, dass er die Jugend so mit... Nein, überhaupt nicht. War jetzt auch überhaupt nicht so. Aber ich sage so, diese Sachen, es geht bei den neuen Sachen vieles höher. Ich habe überhaupt nichts gegen Trap oder so. Aber es war jetzt überhaupt nicht nur Lil Shrimp bezogen. Die neue Generation, was wir vorhin auch hatten, diese Werbung, wenn es wirklich nur geht. Ich habe auch Fat Joe, Big Pun hat sich auch gefeiert, dass er reich mit seiner Taxi, mit der Desert Eagle in der Taxi fährt und Hummer essen geht. Aber dann nur, dann will man auch mehr wissen. Bei manchen ist dann wirklich nur das. Und B oder du hatten ja vorhin auch gesagt, ist der Lebensstil, den die wenigsten Atzen kennen. Ja? Ja, die Kids quatschen halt von Sachen, die sie nicht verstehen, genau. Digga. Das ist halt so das Ding. Wenn der jetzt, ist egal, auch wie er heißt, kannst du seinen Namen jetzt mit jedem anderen austauschen, genau. Bruder. Der deswegen weiß nicht, wovon er redet, Bruder. Aber das sieht man ja auch, dass sie halt auch über halt Drogen und Saufen und so rappen. So. Weißt du so? Das ist halt auch so eine Sache. Die solltest du eigentlich in deinem Alter auch nicht kennen. Also da solltest du auch nicht wirklich Bescheid wissen. Wenn du mich fragst, ich bin wirklich, was viele Sachen angeht, sehr tolerant, mit vielen, vielen Sachen, wirklich. Wenn es jetzt nach mir ginge, was ich jetzt sage, was richtig oder falsch ist, ich bin nicht hier Mr. Bibel. Aber ich könnte jetzt bei jedem Rapper irgendwas finden, wenn ich Bock drauf habe. Mr. Desert Eagle. Ja, nur bei den Kindern halt, wie gesagt, wenn du 14, 15 Jahre alt bist und anfängst irgendwie von Shots zu rappen und Dope und Drogen nehmen, selbst Drogen nehmen. Wenn du von Drogen verticken und so redest, finde ich schon wieder witzig. So, ja. Du bist so Copycat. Aber Drogen nehmen und konsumieren und so halte ich wirklich für problematisch ein bisschen. Da bin ich dann ein bisschen Opa-konservativ. Haben wir damals aber im Endeffekt genau, wir haben genau dasselbe gemacht, weil unsere Hörer waren ja damals auch 14, 15. Ich glaube aber, ey, und die Scheiße, wir haben ja dasselbe gemacht. Ne? Ich will ja nicht, ich wollte eigentlich sagen, nur weil die das rappen, wir haben ja auch Gangster-Rap gehört und wohnen nicht zum Gangster, wollte ich eigentlich sagen, aber ja, okay. Und ich habe, wie gesagt, kein Alibi, ich bin kein Scheidungskind. Digga, das passt doch schon wieder zu dem, was er sagt, weil er sagt doch immer, früher haben wir die Dealer gehört, heute hören wir die Junkies. Mhm. Und das ist ja bei denen auch nicht anders. Die hören sich diesen Junkie-Rap an, Bruder. Wenn du damals irgendwie gerappt hättest, von unserer Generation aus, ja, wenn du gerappt hättest, dass du ziehst oder so, du wärst voll das Opfer in unseren Augen. So diese, das waren so diese Junkies. Schwachen Junkies. So. Wenn einer erzählt hat zum Beispiel, dass er auf H ist oder er ist auf Nase, als wir noch wirklich klein waren, 13, 14, war es für uns kein Unterschied. Ja. Verstehst du, was ich meine? War ein Kick, war ein Opfer. Konntest du keinen Respekt geben. Ja. Und damals waren die Rapper auch so, dass die das auch ja auch nicht zugegeben haben. Das waren so offene Geheimnisse. Da hast du dann im Hintergrund gehört, okay, so, dann war es eher ein Skandal. Ja. Weißt du, was ich meine? In der Hinsicht hat sich das schon auf jeden Fall dramatisch geändert. Und das ist ja auch nicht lange her. Ne? Das ist jetzt die letzten 10 Jahre so passiert, glaube ich. Ich war letztens mit Negativ OG in so einem Podcast. Das war auch schon strange. Bestimmt ein nettes, pfiffiges Kerlchen. Er hat ja blaues Blut und so, sagt er auch. Adel-Tattoo. Aber dann auch strange, da dachte ich auch, krass, das ist schon irgendwie, die glorifizieren wirklich, wie B gerade sagte, zum Teil Sachen, die bei uns irgendwie so No-Gos waren und nicht angesehen waren. Ja, das hat die Generation vor uns auch gesagt. Das stimmt, wir rappen übers Arschficken.
Ja, was machen die da? Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, aber das ist unser Lifestyle, Alter. Ich kann dieses Rebellische verstehen. Wir haben auch, ich habe ja auch letztens im Podcast bemängelt, dass heute in der Deutschrap-Szene es eigentlich nicht mehr normal ist, darauf zu scheißen, was alle anderen von dir denken. Das war ja unsere Attitude. Wenn ich jetzt eine politische Meinung habe, eine Position habe oder irgendwas anderes Polarisierendes, bin ich heutzutage derjenige, der das lieber nicht ausspricht. Früher warst du der, der extra das aussprechen wollte, um allen auch nochmal so den Schwanz ins Gesicht zu zeigen in der Runde. Das war so dein Ding so. Danach hast du dich wie ein Mann gefühlt. Verstehst du, was ich meine? So? Das war so der Tick, so halt, so, weißt du? In der Hinsicht hat sich das auf jeden Fall verändert. Der Part auch auf den Sido. Ich bin ein Berliner UFO, wo Sido auch mitgemacht hat. Der Bruder Cracker Valley, Boateng. Boah, du hast stimmt, den geilsten Part. Dein Part ist so geil. Kennst du den zufällig? Ich bin kein Berliner Remix. Ich hab's gehört, aber ich kann mich an den ich Rap nicht erinnern. Ich bin am Kölner Bahnhof. Grabskowski. Digga, Fall bringt mich zum Lachen. Wie bei, haben wir es auch überhaupt? Das hatten wir nicht auf Sendung geredet. War beim Orgi Mach, Kollabo-Album rasierst du. Und dein letztes, ich hab vorgestern ein paar neue Sachen gehört. Berlin wieder hart und so, auch stabil. Warte, was ist Kölner Bahnhof? War das da Silvester? Genau, da habe ich gesagt. Drecksau. Grabskowski. Gib mal bitte von Fabio das Lied Die Schöne und das Speed, Baby, Alter. Die Schöne und das Speed. Ja, danke schön. Wann ist das Schöne und das Speed? Vor einem Jahr, kann das sein, Baby? Das war vor 2 Jahren. Ach, wie schnell die Zeit vergeht, Kinder. Ja, 2 Jahre. Wie schnell die Zeit vergeht, Kinder. Aber auf dem neuen Album auch geile Punchlines. Alice Weidel, blas mir die Eiche. Sitzt du mal, das Ding, Alter. Wirklich? Würdest du machen lassen? Pass auf, Bruder. Ja. So verhässert die Atzen. Letztes habe ich ein Orgi-Konzert gesehen, war Orgi schreit, hässlich wie eine Hexe. 100 Atzen. Alice Schwarzer. Ja, ich glaube, der Bassbox-Humor, da eckt ja auch manchmal bei Bier und seinen Kreisen an. Ich glaube, so das Niveau war echt mega, mega tief. Tiefer als der Untergrund vom Pentagon. Oh yeah. Der Keller vom Pentagon. Ich komme aus dem Klatsche gar nicht raus. Aber eigentlich, weißt du, was die Leute immer fragen, Fabio? Das kannst du ja mal vielleicht beantworten, ne? Mhm. Alle sagen, Dennis, so, vom Boden entfernt. Kennt jeder, den wollte ich nicht. Alle fragen immer, ob Fabio auch Bassbox war. Ich wette, die Frage kennst du auch, wa? Ja. Was steht denn bei Wikipedia? Also, für mich ist es so, ja, das ist. Ich komme mal von der Ecke, glaube ich, steht da nur Bassbox. Ah, okay, aber weil du bist I Love Money immer. Es I Love Money. Nee, ja. Ich wurde nie zu Bassbox geholt. Wir hatten ja nach 20 Jahren Juice-Bericht die Bassbox. Vielleicht kriegt ihr I Love Money nach 30 Jahren ein. Props an I Love Money, Orgi. I Love Money Records forever, yeah. Alter. War Orgi hier schon mal? Nein. Nein. Oh ja, ja. Ja, ist schon hart. Imbiss Bronco. Mit Orgi wirklich wieder die tollste Erlebnisse wieder gehabt. Aber du magst ja auch diese ganze Punchline-Geschichten. Man merkt es auch. Ja, finde ich witzig. Also das letzte Album kam ja auch, habe ich mir letztens noch reingezogen. Als Vorbereitung, im Gegensatz zu Boogie. Ja, ich auch. Nein, hast du nicht. Nein, haut doch die ganzen Tracks aus, schön und das Beat und so. Nee, Dix, mir kam es halt auch so vor, sehr Punchline-lastig. Ja. Ne? Stehe ich voll drauf, ist voll mein Humor. Ich weiß, also, darauf kommt es auch, finde ich, für mich persönlich auch an. Der Beat muss sitzen und die Punchlines. Ja. Du darfst natürlich die Aussage verweigern, aber alles selbst geschrieben? Natürlich, ich habe ja auch gesagt, mit Zerk haben wir eine Menge geschrieben. Hm. Schön und Speed zum Beispiel ist mit Zerk. Und dann wirft man sich auch Punchlines hin und her. Klar. Aber es war so, wie ich auch mal mit Bebe 100% und Nujek gearbeitet habe, dass du immer auch dabei warst. War? Du hast dann, ihr habt dann beide so, du hast nicht vorgefertigt bekommen, du hast dein Selbst mit dazugegeben, war? Bei Endlich Erwachsen, in jedem Interview habe ich gesagt, da hat auch voll viel Zerk geschrieben. Ja, also manchmal auch 80% davon. Mhm. Bin ich cool mit. Klar. Ja. Ich weiß auch, wenn es sitzt, dann sitzt, Alter. Ja. Es hat sich auch geändert, ne? Ja. Früher habe ich immer gesagt, auf jeden Fall selber schreiben, aber es macht schon Spaß. Und wenn das Produkt am Ende geil ist, Alter, und du mit deinen Atzen da chillst und ihr wirft euch irgendwas hin, oder wie oft habe ich Farid angerufen, was reimt sich darauf? Und wenn du Farid anrufst, weißt du, dass du geile Punchline zurückbekommst auf irgendeiner Line. Das macht schon Spaß. Farid Bang, ich glaube, Farid Bang sagte letztens, das erste deutsche Lied, das er gehört hat, sagte Farid Bang, war Taktlos Vorhang auf. Kein Wunder, dass er jetzt und so ist. Den ersten Rapper, den Farid gehört hat, sagt, er war Orgi, der ist ihm in Gedanken geblieben. Krass. Mhm. Guter Einfluss auf jeden Fall. Schöner Start. Bist du dagegen, wenn man zusammen Texte schreibt? Oder? Nee, gar nicht. Nee. Also ich habe Boogie hier und da mal bei seinen Sachen immer wieder geholfen. Das ist mehr als geholfen. B hat mir auch wirklich geholfen, eine neue Technik zu entwickeln bei den Trap-Sachen. Wir haben eine neue Schreibarbeit. Guck mal, das Ding ist halt so. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn du jetzt irgendwie was repräsentierst, sage ich mal, was auf die Realität bezogen ist
und du redest die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive und meinst es wirklich zu 100% ernst. Mhm. Ja? Und dann schreibt da irgendeiner deinen kompletten Text runter. Mhm. Ist okay, habe ich jetzt wirtschaftlich nichts dagegen, aber habe ich keinen Respekt vor. Ja, ist halt so. Wie du meinst. So. Auf der anderen Seite, aber wenn jemand einfach dazukommt und einen realen Charakter, einfach nur, was jetzt die Technik angeht, das Handwerk, einfach so ein bisschen behilflich ist, das auf ein neues Level zu heben, aber die Sache nicht verrät, weißt du, was ich meine? Dann ist es doch der perfekte Deal, Digga. Das ist zum Beispiel auch bei Serk bei mir so. Ich würde zum Beispiel voll viele Tracks, die ich gemacht habe, die hätte ich ganz anders gerappt. Und Serk hilft mir da, die richtig hinzusetzen. Er sagt, nein, spreche das lieber so aus, mach da noch eine Pause hin und her, du lernst ja auch immer wieder dazu. Weil du Straßenarzt bist, genauso wie bei euch. Das Erweiternde, was Serk gibt, ist bei Oktaven, bei Flows und so, das ist wie bei Belasch. Serk ist ein ganz krasser Musiker. Ich weiß, wie bei B, der kann Instrumente, der kann das. Das ist immer oft so, für einen Straßenarzt braucht immer, und bei B ist auch ein Straßenarzt, aber auch ein Musiker, das ist das Krasse halt. Ja. Und Serk auch ganz stabil. Mit Serk habe ich auch schon mal gejammt, nur aus Spaß. Da war ich wegen einer anderen Sache da. Mega, mega krasser Künstler. Der ist ganz krasser Künstler. Der spielt Gitarre und dann Kennst Schlagzeug. Du Serk, Baby? Ja, ja, klar. Der ist auch schon lange. Da kommt er mit der Mundharmonika um die Ecke. Ja, genau. Woher kann der das jetzt auf einmal? Und dann singt er. Ja. Ich mache die Monika wieder munter, aber Mundharmonika kann ich nicht. Digga, wir waren damals 2004, glaube ich, das erste Mal haben wir uns kennengelernt. Mit Amanda, also She-Ra, im Studio haben wir irgendwas aufgenommen. Und mir ist gleich aufgefallen, dass dieses Mädchen super talentiert ist. Oh, Shiva, The Beauty and the Beast. Ich höre das immer in The Beast. Ich pumpe das Album. Das ist eins der größten verschwendeten Talente im Deutschrap. Ey, wie die gerappt hat. Ne? Das war einfach auch, sie hat ja viele Features gemacht und Collabo-Tracks mit uns allen. Und da hast du gesehen, wie weit die schon damals war. Die war einfach alles. On point. Boah. On point war die. Ja, okay. Sie hatte einfach diesen Army-Flavor. So, sie hatte das im Blut. Ja. Und ein bisschen früher der Übergang in Richtung deutsche Sprache. Das wäre, was ich mir immer gewünscht hätte bei ihr. Ja. Und dass da halt Konsequenz was rausgekommen wäre, dann wäre sie heutzutage deutsche Foxy Brown. Vom Status. Voll. Weißt du? Halt die Weil diese Rapper heutzutage, die sind kein Rapper. Also ich meine jetzt so, jetzt Loredana ist kein Rapper für mich. Das ist jetzt heutzutage, das ist so, ich rede von Raw Spit. Ja. So, weißt du? Ich meine sowas wie Foxy Brown, Raw Digga. Auch ein Lil Kim oder keine Ahnung. Ja. Also so diese Art von Rap. So. Und, ja, und ich sage jetzt auch nicht, ja, Remy Ma ist ja immer noch am Start, zum Beispiel auch. Aber ich sage nicht zum Beispiel, Loredana ist kein Rapper in dem Sinne für mich. Das heißt, sie ist schlecht. Das meine ich damit nicht. Ich meine einfach nur, das ist nicht die Kategorie, von der ich gerade rede. Genau. Aber She-Ra, Amanda, die hätte genau das werden können. Die Frau mit der Krone. Ist halt schade, dass da irgendwie nicht mehr passiert ist. Keine Ahnung. Ich habe sie das letzte Mal, war ich mit dem Bruder Sido oder Bobby irgendwo... Hinten bei Universal, daneben ist Viva. Ja, genau, Viva. Da hat sie auf einmal moderiert. Ja, ja, sie ist ja auch bei Radiomoderatorin. Ja, genau. Ich rede jetzt wirklich nur von der Rap-Karriere. Ja, sehr schade. Sie hat auch eine schöne Stimme gehabt. Ja. Sie hat auch gut gesungen. Sehr multitalentiert. Rap-mäßig rough auf die Fresse, streetmäßig, hast du gerne zugehört. Ich weiß schon, ich weiß auch, warum She-Ra bei einem verkackt hat. Soll ich euch sagen? Sie war mit Hengst und mir auf Tour. Ja. Richtig. Props an She-Ra. Außerdem ist sie He-Mans Cousine. Ja. Das Ding ist Marys Cousine. Ja, guck mal. Stimmt wirklich, war? Ich habe sie noch nie gefragt. Wirklich stimmt, aber. Frag sie mal, das wäre mal interessant zu wissen. Aber das Ding ist halt so, sie war, vom Rap her war sie raw, aber sie war vom Talent her wie Lauryn Hill. Also sie war wirklich eine, die hat damals schon die Töne getroffen, noch bevor Autotune am Start war. Sie konnte wirklich singen. Sie konnte singen und sie konnte rappen und alles auf hohem Niveau. So, deswegen habe ich immer Respekt für die Lady gehabt. Yes, ja, sie ist ja immer noch am gute Start. Gute Frau, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat bei Mark Forster unterschrieben. So oder eine gute Frau. Music. Wirklich? Und singt jetzt, hat krasse Songs am Start. Ne? Digga, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Werde ich mal checken. Sie nennt sich da Amanda. Ich habe gehört, Animus und Bushido singen auch. Okay. Ja, der war gut. Okay. Der war gut, okay, verstanden. Okay, hier noch ein letzter Applaus für das Bushido-Thema. Ja. Aber ihr seid ja auch zwei alte Homies von ihm. Ja, ne? Was mich jetzt erstmal gewundert hat, weil ich hätte dich jetzt nach Bushido gefragt, aber wenn wir schon beim Name-Dropping sind, ich dachte, du bist schlecht mit Farid. Doch nicht. Nee. Nie war. Hattet ihr mal? Doch, wir hatten mal. Okay, wir hatten mal, ja klar. Was war da los? Du und Farid, ich denke auch nur, ihr seid Arzt. Ich kenne euch auch nur zusammen. War ein Missverständnis. Damals ein Missverständnis. Ladies. Und haben wir auch sofort dann wieder geklärt. Wann war das? Das weiß ich ja gar nicht. Ich kann mich immer 2014 oder sowas. Mhm. Aber er hat sich bei mir entschuldigt, ich habe mich bei ihm entschuldigt und dann war alles okay. Mhm. Es war auch von meiner Seite aus, ich habe auch gleich gesagt, als dieser Beef worum es ging, ist auch scheißegal, aber ich habe gleich angefangen und ich so, Farid, das führt zu nichts, weil ich weiß, es alles Schwachsinn. Das war so ein Hip-Hop-Ding, wer hat die größeren Eier und wer nicht. Und da wollte ich gar nicht mitspielen, weil für mich Farid war immer einer, den ich von Anfang an
habe ich das Talent gesehen, ja, und jeder hat mich in Berlin dafür gehasst, dass ich mit dem Mokka. Aber ich erkenne auch einiges wieder, der Kanaka mit diesem Wortwitz, ne? Genau. So du hast Schwein wie Moslems. Ja. Und das fand ich geil. Und weil halt da Beef da war, hatte ich hier in Berlin extrem Stress, ne? Und deshalb habe ich gesagt, ich will. War schon ein bisschen. Mit wem Stress? Mit Rappern. Mit Rappern, okay. Ja, mit also Rappern. Die, es gibt nur einen Rapper, wo es schlimm ist, mit dem man Stress hat in Berlin. Das bin ich. Also wir hatten Stress. Da und haben mich schon welche gehatet, ne? Mach jetzt nicht mit denen aus NRW-Mucke und so. Ich sag, Alter, aber das war bestimmt zu der Zeit dann, wo die so und so eingeritten sind bei dem Konzert in Kreuzberg, ne? So. Nee, ich war ja schon. Vorher. Ich war vorher schon mit ihm cool. Ach, schon bevor vorher. Dieser Beef war. Ja, okay, weil da waren sie ja extrem unbeliebt. Genau. Davor und dann aber einen Track gehabt, Baby. Und davor hat sich ja keiner interessiert, dass ich cool mit dem bin. Der hat ja auch, wir haben ja auch zusammen Songs gemacht, ein, zwei Stück, die wir rausgenommen haben. Hat keinen interessiert. Aber dann war der Beef da und hat jeder von mir verlangt, dass ich mich von ihm distanziere. Und ich so, nee, so, der ist cool, ich feier den, Alter. Und dann wurde ich da auch ein bisschen, also war jetzt kein Stress mit Berlinern, aber die haben gesagt, nein, du musst zu uns halten hin und her. Ich so, nee, lass mal, glaub mir, der ist cool. So war das dann immer. Ja, und dann hatten wir kurz Streit. Ein, zwei Tage später haben wir nochmal telefoniert, alles okay, ergibt keinen Sinn, der Streit. Wie bei uns, Pack schlägt sie, Pack verträgt. Richtig, Baby. Alter. Vom Bezirk zu Bezirk. Ich lebe für meinen Bezirk. Wie geht da die Hook? Wie geht denn die? Ja. Das war, glaube ich, die Zeit, die war, mit der warst du enger. Ich kannte die nur flüchtig, aber ein liebes Mädchen, Aminata, rest in peace, die ist gestorben. Ja. Der hat mir, glaube ich, das Album gewidmet. Ja. Und dann gab es doch vom Bezirk zu Bezirk. Dann gab es auch mal noch, ich glaube, die Schwester Camilla hat die Hook gesungen, oder? Ich lebe für meinen Bezirk und mein Bezirk für mich. Das ist ja genau dasselbe. Engelsgleiche Stimme. Ja. Hast du noch Alben davon? Ja, eins. Ich habe ja alle Alben, die es gibt von mir, immer eins an der Wand. Das sind die einzigen, die ich verschenke, immer das einzige Album, das ich das immer habe. Mir und kennst du nicht den geilen Track drauf, von Bezirk zu Bezirk, der mit der R&B-Hook? Doch, ich weiß, aber dann hat einmal Khaled auch eine Hook gemacht. Ja, Osamas Bruder, ne? Genau. Ja, richtig geil. Ey, das ist so, hey, itzi bitzi, holo, hey, itzi bitzi, tini vini, hololulu, Strandbikini. Bikini. Vom Bezirk zu Bezirk. Deine Frau, mein Penis, wa? Heißt ja auch der Positrack mit Belasch. Richtig. Ja, das alle mal wissen. Drauf? Auch Onkel B ist auf Tracks drauf, die heißen Deine Frau, mein Penis, ja? Er will's leugnen, aber. Ja. Ich niemals leugnen. Nein, nicht ich bin stolz drauf. Yes, mein erster veröffentlichter Song. Ja, aber wie guck geil mal, das Lustigste daran ist, ich nehme den bei euch auf. Später kommt das Album raus, Posse-Track, und ich will eigentlich gerne mal selber hören, wie der ist. Ich habe den von keinem irgendwie mal zugesteckt bekommen. Hör mal, Bruder, irgendwas, nichts. Ich kenne den Song gar nicht. Und das Album ist draußen, ich denke mir, was soll ich jetzt machen? Aber ich komme da jetzt nicht ran. Wie komme ich jetzt ans Album ran? Ich will wissen, wie mein Rap-Part klingt. Clown. Habe ich auch. Ja. Habe das Internet angemacht und habe gesehen, da hat einer das illegal draufgepackt. Du weißt ja, diese Fat-Rap-Zeiten und so. Ja, ja. Und dann, Alter, das war auch so eine ultra langsame DDR-Leitung, Alter, Digga, 2004, richtig brutal. 56K-Modem, da hast du noch für einen Song, hast du, glaube ich, einen halben Tag gewartet, bis du den mal runtergeladen hast. Und dann war es auch noch ein Fake. Kennt ihr diese Sachen, oh, irgendwelche Videos runterladen oder ein Fake? Der Song war es nicht. Aber jetzt kommt das Lustige. Während ich den da runterlade, da siehst du immer 3%, 4%, geht voll langsam, schreibt mich irgendein Arzt an, weil man das bei anderen wohl lädt. Also da haben es jetzt 5000 Leute auf dem Rechner. Jetzt komme ich und klicke das an und lade ein Stück bei ihm, ein Stück bei ihm, ein Stück bei ihm. Und damals war Deutschrap, Berlin-Rap jetzt nicht so super populär, so wie heute. Da schreibt mich ein Bruder an, bei dem ich das gerade runterlade. Er sagt so, ey, cool, findest du die Mucke auch geil und so, ja? So, ja, ich finde die Mucke auch voll geil und so. So in so einem komischen Chat drin. Mich hat noch nie ein Mensch angeschrieben, mein Leben. Ich denke mir, was ist das hier, Digga, Bruder? Auf jeden Fall, ja, ist voll geil, Berlin-Rap und so, ja, ja, und so hier und da. Und dann irgendwann denke ich mir, okay, was hast du zu verlieren? Ich sage, ja, ich bin selber auch auf dem Song drauf. Der Bruder, er glaubt mir das jetzt erstmal 10 Minuten lang gar nicht. Der kann es gar nicht fassen. Dann fragt er, wer bist du denn? Dann sage ich, der und der und der. Er kann es noch viel schlimmer nicht fassen. Und er wurde ein langjähriger Fan von mir, Bruder. Der kam in mein Forum dann später, hat meinen Scheiß gekauft, hat kommentiert, hat gemacht, getan, lange Jahre. Überkrass. Krass. Geile Story auf jeden Fall. Ich würde mich mal sehr wundern darüber, was aus diesen Leuten geworden ist. Gibt's dich noch, Bruder? Meld dich bitte, Bruder. Wir fragen mal Mr. Long ganz lieb, glaube ich, war. Oder Bruder J.O. Ich habe noch eins an der Wand. J.O. Mr. Long, mal Onkel Belasch hier vom Bezirk zu Bezirk Album schicken. Nach 20 Jahren, Alter. Ja, die, hey, gib dem mal seinen Hack, Juice, Alter. Du, die 20 Jahre hat die Juice auch erst den Rekord. Nein, ich habe eine bekommen dann.
Ich habe im Nachhinein eine bekommen. Aber ich war so geil drauf, meinen allerersten Rap in meinem Leben zu hören. Natürlich. Ich musste den Song haben, Bruder. Deswegen habe ich den Scheiß gemacht. Mein erster Rap war, wie gesagt, bei der BRP 3, glaube ich, drauf. 97 von Taktlos. Die lag dann da. Und ich glaube, 97, ja, das 96, 97, bin ich ausgezogen. Aber Mama hat die entdeckt. Da war ja der Jack Austin, glaube ich, mit einem Hakenkreuz drauf. Und war sehr geschockt. Und das war, glaube ich, die erste CD, wo ich drauf war. Du warst war zum Zeit ersten noch, Mal, du ja. warst zum ersten Mal, hatten wir gerade gesagt, bei den Rowdy-Tapes. Was? Ja, ja. Was für ein Hakenkreuz? Ich sagte, mein erstes Album, wo ich drauf war, ist Vorhang auf, 1 mit Taktlos, King Orgasmus und Frauenarzt. Und das war eine CD von Taktlos gemacht. Und meine Mutter, glaube ich, hatte sie kurz in der Hand. Und da ist halt Jack Austin mit einem Hakenkreuz auf der Brust drauf. Ist nicht dein ja. ja. Und du weißt doch, bei meiner Mutter so, bin ich ja. dann gar nicht vorne bei so einem Humor. Glaub, so stand er da. Genau. Mit so einem Haken wie American History X. Ja. Ja, damals war das lustig. Digga, ja. Jack Austin auch noch von allen Menschen auf dieser nicht, Erde. Ey, ich will keinen Namen. Ich will nichts. Okay. Es ist einer drauf mit Hakenkreuz. Wer es ist, weiß ich nicht. Ich bin es aber nicht. Ja. Bist du jetzt wieder aktiv beim Schreiben? Ja. Hast du so da drauf überhaupt? Donny 44, Rapper von uns, von den 13 Jungs. Philipp Leon, ein Sänger. Und das war's. M13, ganz kurz, haben die ein. Chachos. Haben die aber einen Track gemacht für eine Footballmannschaft? Ja. Mensch, mein Freund Erkan, grüß dich von der Casanova Bar, wo ich Tür gemacht habe. Mein Freund Erkan hatte mich vor einigen Wochen angerufen und hat gefragt, er hat sehr stabile Rapper. Die hießen auch M13, M13, ja. Ich wusste jetzt nicht. Hab stabile Lieder gehört, hab ihn aber gesagt, bei Onkel Beo, mein Podcast, muss auch ein bisschen schon Vorgeschichte sein. Hab den aber ein TV-Straßensound-Interview genehmigt, die ich ab und zu noch mache, weil die sehr, sehr stabil waren. Sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, ich mache jetzt keine Fake News hier. M13 mit Neukölln verbunden mit den ganzen Jungs. Und auch das Footballspiel haben sie gemacht, ne? Genau. Dann sehr stabile Jungs. So klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Ja. Und die Jungs sind auch. Sind etwas jünger, ein paar von denen. Ja. Die kommen langsam gut in Fahrt und Klicks steigen. Ja. Hype kommt langsam. Bombe. Mhm. Ansonsten habe ich niemanden draufgepackt. Ich wollte auch eigentlich, war nicht scharf drauf, jetzt ungefähr unbedingt Features zu machen, weil ich will, wenn ich jetzt das Album rausbringe, die Fans wollen meine Mucke hören, dann weiß, passt auch nicht irgendwie. Hast du noch Phasen, Fabio? Entschuldigung, ich wollte was sagen, aber hast du noch Phasen oder wo du kreativ bist? Bist du regelmäßig kreativ oder kommt dann Monate nichts und dann brodelt es wieder? Es kommt manchmal auch Jahre nichts bei mir. Ja. Ja. Kenne ich. Ja. Nächste Frage, die unbedingt bei mir brennt, ist, du hast auch eine eigene Marke, du hast einen eigenen Club. Ich komme nicht, weil ich brenne den Club ab. Das gönne ich dir nicht. Nein, muss ich mal vorbeischießen. Und, aber du hast auch eine Marke, ne? Hushatja. Hushatja. Ist deine eigene Marke? Du designst die Sachen oder bist du Gesicht der Marke? Oder? Also ich habe am Anfang mitdesignt. Mhm. Dann hat mein Team, die das gemacht haben. Jetzt mittlerweile bei der neuen Kollektion, die auch jetzt im November rauskommt, war ich wieder aktiv dabei. Ja, schön. Dann zeichne ich das wirklich so wie so ein Spaß so auf dem Zettel und sage, dann will ich es wie so Kinderkritzeln. Sage ich, okay, ungefähr so will ich haben, diese Farben. Und dann setzen die das auch um. Wir machen das seit 2013. Amstaff haben wir angefangen zu machen. Ja. Und deshalb sind wir da gut eingespielt. Eigenen Club habe ich leider nicht. Ich habe noch eine Eventagentur und da machen wir die Partys. Eigenen Club. Ich habe einen eigenen Club, da gehen Rapper mal hin. Aber ich sage, ich erpresse die auch immer, weil sie Mitglied sind im Café Bück dich. Dein eigenes Parfüm machst du auch, ne? Genau, in der Box. Früher sagst du immer, ich benutze Parfüm, du benutzt Scheiße. Weil dann hast du jeden zweiten Track gemacht. Das war das wäre mehr Orgi. Okay, aber Orgi hat beide weit schon über die üblichen Verlegungen. Ja, Orgi hängst du immer dasselbe. Mhm. Ja, nee, auch ich bringe auch eine Box wieder raus und da ist es drin. Macho for Man heißt das. Ja. Das ist eine einmalige Angelegenheit. Mal gucken. Ich hatte Bock auch noch was Sportlerisches rauszubringen. Jetzt ist es halt was für einen Abend, so zum Flirten und so, aber irgendwie macht mir schon Spaß, diese Sache. War auch arschteuer. Deshalb Box kaufen muss sein, Alter. Kauf die Box, Motherfucker. Ehre. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? The fuck is that? Shit! I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Shit flying in my mouth. The fuck, I can't see pilot. Let's get the fuck out of this country, motherfucker. Was ist mit den alten Weggefährten? Du hattest ja auch viel Diss-Historie und so weiter. Ja. Du hast einen der witzigsten Diss-Videos aller Zeiten im Internet, meiner Meinung nach.
Wenn ich immer noch einem erklären will, warum man Hurensohn ist, zeige ich in deinem Video von Reptile damals und dann ist das in Ordnung. Dann hat sich das Thema erledigt. Aber ja, war ja immer auch so ein bisschen mit Humor bei dir verbunden, ne? Ja, ja. Also war immer mit Humor. Ab und zu wurde es auch richtig ernst. Gerade mit Bushido die Sache war für mich sehr ernst. Ja, da ist viel hinter den Fassaden jetzt wieder gebrochen. Genau, hinter den Kulissen war es sehr krass. Aber ansonsten habe ich... Damals oder was? Ja, aber jetzt ist so, wenn ich so Beef habe, auch mit Raptor und so, war halt so geil. Jetzt wird's witzig. Das ist funny. Ja, ja. Och, ich hatte auch vor kurzem mit Yakuza Beef, Alter. Frag mich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber da habe ich auch noch ein Tracking rausgeballert. Finde ich alles witzig und so. Aber wenn, Digga, erklär doch mal Boogie, wie das geht, damit er auch ein paar Beefs hat. Dann verkauft er ein paar CDs mehr, Alter, Digga. Ne? Bei Boogie fehlen die Beefs, Alter, Digga. Ja, weil dich jeder feiert. Ja. Ja. Scheiße, von einem geliebt zu werden, ne? Hat seine Nachteile. Ja. Naja, aber deine, was war denn da los? Also ist jetzt lange her die Bushido-Geschichte, dein Beef? Meinst du, wo du damals gesigned warst, diese alten Stories? Genau. Da war viel Stress. Okay. Ja. Und seitdem auch nicht mehr gut miteinander, ne? Wir haben uns dann irgendwann, ich glaube, auf dem Sido-Konzert, haben uns die Hand gegeben, war alles wieder cool hin und her. Sido-Konzert? Ja. Das ist auch schon ein bisschen her dann. Ja, das war bei diesem Collabo-Song 30 1180. Vom 23-Album Zeit, diese Zeit? Nee, war danach. 30 1180 war, keine Ahnung, wann das war. Und da haben wir uns auch die Hand gegeben, war alles cool, fand ich auch super. Und dann habe ich gehört, ein, zwei Alben später hat er wieder irgendeine Line gegen mich an der Kava rausgebracht. Habe ich gerade das Album rausgebracht, Endlich Erwachsen. Und er rappt so, fick dein Erwachsenwerden. Das ist für mich ein Diss. So. Ach so, okay. Und da war wieder für mich so, ja, okay, alles klar, er fängt wieder an. Und dann war auch für mich so, gut, jeder geht seinen Weg, dann ist gut. Ansonsten Beef-Geschichten, ja. Was ist denn, nee, nicht Beef-Geschichten, sondern so deine alten Weggefährten und so. Ich bin nicht so super krass auf dem Dampfer jetzt gerade, aber bei dir gibt es oft hoch und runter. Ne? Mhm. Ihr beide hattet ja auch mal, aber ist ja auch schon wieder lange her. Deswegen, dieses Pakt schlägt sich, verträgt sich und so. Was ist mit Flair? Flair war von meiner Seite aus, nachdem... Ich kenne ihn so lange und ich habe so viel Sachen mit denen erlebt. Ja, deshalb, ich kann den auch nicht sauer sein. Der hat irgendwann mal irgendwas gegen mich gesagt, wo in der Zeit, wo er gerade mit Ennis unterwegs war, wollte er mich auch dissen. Ich habe darüber gelacht. Ich sage, ja, ist gut, Patrick. Ja, von meiner Seite aus war immer alles okay. Und, also ihr habt keine Verbindung gerade, keine Connection? Doch, doch, alles cool. Ja, ich bin okay. Alles super. Okay. Mit Orgi alles gut, mit Boogie alles gut. Mit Frauenarzt, alles gut. Mit Orgi kann man auch nur gut sein. Weil wie gesagt, ich hatte einmal Streit mit Orgi. Komm, gehen wir vor die Tür. Oh, das passt mir gerade gar nicht. Was mit Zilla? Was mit Zilla? Zilla hatten wir auch ein bisschen Beef. Berliner Beef. Kann mit Zilla Beef haben. Ja, aber alles okay. Also war jetzt... Also okay, warum hast du Frauenarzt gerade genannt? Hast du mit dem auch mal Beef gehabt? Nee, ich meine mit Frauenarzt alles super. So, einfach also so, okay. Ich habe wenig Streit. Oder kommt es so rüber, dass ich immer mit vielen, weil ich mit Boogie wahrscheinlich bin. Nee, du hattest über deine ganze Laufbahn, ich bin nicht Dings hier, ich bin nicht so up to date. Ja. Ich muss einfach nur mal kurz wissen, mit wem ist der Bruder cool und mit wem nicht. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen tagesformabhängig bei dem einen oder anderen. Ich will dir jetzt da nichts unter die, in die Schuhe schieben. Bei dir ist es ja so, da sind die Sachen wirklich teilweise sehr viele Jahre alt. Ja. Aber es gibt heutzutage halt so oft dieses Ding, dass man hört so, oh, der und der Rapper haben was miteinander und dann bist du halt nicht jeden Tag auf Rap-Update und dann kriegst du zwei Monate später zu spät das Memo, dass sie schon ein Kollabo-Album und ein gemeinsames Haus irgendwo gekauft haben. Kriegst du mittlerweile nicht mehr mit. Aber von meiner Seite aus bin ich, ich habe niemanden Beef. Ja, also, nichts aktuell. Schade eigentlich, schlecht für den Promoplan. Ja, muss mal wieder sein. Das ändert sich, warte auf mein Album. Hey, auch mit Ankündigung. Ich weiß noch, damals war ich mit Don Pedro pumpen und der ist ja auch bei Amsterdam auch mit Chef, mit deinem Bruder. Mhm. Und wir guckten am ABC, da war ganz toll, dass man so YouTube auf dem ABC hat. Und da disste Bösemann die ganze Welt, unter anderem auch M-Steph. Könnt ihr euch noch an Bösemann erinnern? Bösemann. Ja, ja, der, da war Pedro voll sauer. Deutschland hat schon auf jeden Fall ein paar Characters hervorgebracht. In der Bösemann. Alter, haben alles, ey, Bösemann hatte mal so ein Lied geschrieben. Da war so ein Liebeslied. Wie er so sagt, so eine Frau so unter die Badewanne hält, die Luftblasen werden weniger und so. Ganz weit vorne. Und ich glaube, Echo hatte nur aus Spaß irgendwann mal was gegen so eine Zigeuner- oder Albaner-Punchline gehabt. Und das hat Böse nicht auf sie sitzen lassen. Er stand dann da wirklich mit scharfen Flaggen geschützt in dem Video. Ja, magst du Albaner? Ich hab Brüder, die Albaner sind. Ja. Egal, das Ding ist ja, ich habe ja dein Album mir angehört. Wie gesagt, ich bereite mich im Gegensatz zu Boogie vor. Ich bin auch, der macht Fitner. Ich wiederhole das, ich wiederhole das ja auch nicht. Mein Podcast hier, ein Nazi bei Freunden, ihr seht.
Yes. Nee, aber direkt, wo du eingestiegen bist, habe ich schon gemerkt, so, der Bruder hat auf jeden Fall irgendwie Upturn auf die Szene, Digga. Ja. Erstmal alle schon wieder so beleidigt und ihr Pussys und alles ist jetzt gerade Finger im Po Mexiko. Ja. Und das ist jetzt nicht so dein Film, würden wir mal so behaupten. Ne? Die aktuelle Szene? Ja, auch schon bei dem letzten Album hast du ja direkt eingestiegen, bist du direkt mit der Szene so hart ins Gericht gegangen. Ja, ich mag so. Das halt auch dann auszupacken, was andere auch denken. Ne? Ja. Also gibt es ja viele so und ich habe auch gerade das Gefühl, dass viele das. Es gibt natürlich viele, die das sehr feiern, aber auch viele, die es nicht feiern, aber das nicht sagen wollen, weil die sich nicht mit denen da oben verkacken wollen, die gerade einen Hype haben. Hast du weißt du, wie ich meine? Ja. So, ich natürlich, ich feiere zum Beispiel überkrass Casey und Summer. Ich finde das geil. Aber gibt es wieder welche, die ich kacke finde. Und dann sage ich das auch auf dem Album. Deswegen habe ich mich auch gewundert, wer ist denn die aktuelle Szene überhaupt? Dribbler, ich feiere nur Dribbler. Immer Dribbler wenn ich dribble. Dribbler ist der King. Grüße an Dribbler. Ist King. Leider ist er zu kriminell, um diesen Podcast zu kommen, ja. Weil er dauernd unterwegs ist. Aha. Aber der aktuelle Szene ist. Gibt's nicht. Gibt's ja nicht. Gibt's nicht. Das habe ich auch das Gefühl. Aha. Ist alles am seidenen Faden, wa? Ja. Hast du, glaube ich, auch heutzutage jetzt wirklich, was ich auch nicht mehr so verwerflich finde, eine Frage von Sympathie, Bruder. Weil Casey und Summer machen für mich genau das Gleiche wie die Leute, die du wahrscheinlich meinst, die du disst dann in dem Augenblick. Ja, ich finde also. Weißt du so? Ich höre mir natürlich alles an, ja. Und ich finde auch nicht alles kacke. Ja, und ich finde zum Beispiel auch ein Enno gut. Ich finde, was er noch macht, ist gut. Aber gerade bei Summer und Casey merke ich, dass sie auch noch von der alten Schule kommen und Punchlines dahinter sind. Ja, die haben gute Reime, die ich sehr witzig finde, da wo ich den Humor verstehe. Deshalb kann ich auch da stehen und sagen, ey, ich feiere das wirklich von vorne. Auch wenn die Mucke, hätte das ein anderer gemacht, diesen Beat, den die genommen haben, irgend so ein XY-Rapper, würde ich sagen, abtönen. Aber gerade weil die es gemacht haben und dann noch diese Summer-Jam-Punchlines, die ich eh mal gefeiert habe und witzig fand, es ist wieder geil. Alter. Aber ich frage mich mal wirklich ganz ehrlich, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel die gar nicht kennen würdest und du würdest Say My Name, Coverversion von Destiny's Child hören mit Lauren Hada. Ich weiß nicht, wer ihr gesagt hat, dass sie singen soll, aber sie kann heutzutage alles machen, was sie will. Sie ist einfach scheißberühmt. Habe ich nicht gehört. Weißt du so? Ist aber, der neue Song, ne? Ich habe nur gelesen, aber ich habe den Song ganz nicht gehört. Neu habe ich gerade auf Modus Mio gehört. Ich habe auch im ersten Augenblick nicht wirklich gepeilt, wer das ist, weißt du so? Und dachte mir nur, das klingt aber corny, Alter, Digga. Giuliani, ne? Weißt du so, nee, das ist Summer, Casey und Loredana. Mir kommt es einfach heutzutage so vor, als wenn man alles machen kann, was man will, wenn man erstmal einen gewissen Berühmtheitsstatus erlangt hat. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So, wenn du damals vor 10 Jahren oder so gesagt hättest, ich cover jetzt einen Destiny's Child Song und lass jetzt jemanden drauf singen, der nicht singen kann, nur weil wir alle Fame sind, da hätten die Leute gesagt, Bro, das läuft nicht. Verstehst du, was ich meine? Und das ist halt so das Ding so. Ich spreche den Jungs ja auch gar nicht ab, gute Rapper zu sein. Sie sind gute Rapper. Loredana macht ihr Ding auch. Sie ist so Pop-Rapper. Ist okay. Sie kann nicht singen, aber so. Und letztendlich ist das halt diese Kombination. Wenn ich mir das reinziehe, denke ich mir, das hat nichts mit dem zu tun, was man eigentlich normalerweise mit diesen Leuten assoziiert hat. Auf der anderen Seite, Fairness halber, sie machen wirklich sehr, sehr viel Geld damit. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Und sie haben ein gutes Leben sich an Land gezogen durch die Nummer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, wo ich auch selbst so ein bisschen hin und her gerissen bin, muss ich sagen. Deswegen komme ich, glaube ich, an den Punkt wieder zurück. Heutzutage ist es ein bisschen mehr Sympathiefrage. Mhm. Wenn du den einen oder anderen persönlich kennst von früher oder lernst ihn kennen, der ist cool und so weiter, dann guckst du auch nicht mit der Lupe da drauf jetzt, weißt du, was er so macht, was ja. Der Style jetzt gerade ist oder ob er sich jetzt irgendwie krass geändert hat oder ob das nicht zu den Sachen passt, die du dir so vorstellst, wenn du die Person betrachtest. Aber wenn du jemanden vielleicht nicht so gut findest, dann pickst du natürlich so die Sachen raus, so, die du als Beleidigung dann quasi dann gegen ihn benutzen würdest auch. Dann wird er dir unsympathisch dann, weißt du so? Aber ich glaube, das ist halt das ist bezeichnend für die aktuelle Szene heutzutage. Ich kann aber gerade auch bei Summer und Casey kann ich sagen, dass ich aktuell auch wenn ich was Neues so auch die Punches immer noch lustig finde, aber ich verstehe genau, was du meinst. Deshalb wird dir mein Album, glaube ich, auch gut gefallen, weil wir richtig einen Fick drauf gegeben haben, ja. Was gerade aktuell ist. Und, ich bin sehr gespannt, Bruder. Also wirklich, es ist ein schönes Gefühl, dieses Album gemacht zu haben. Muss man ehrlich sagen, hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Das war letztes Mal bei Berliner Schnauze so. Und das, was wir jetzt gehört haben, bis jetzt ist noch gar nicht. Aber Berliner Schnauze war auch Ilan, ne? Ja. Ja, das ist cool auf jeden Fall. Ich mag es ja auch, wenn Leute von damals auch an die moderne Zeit sich anpassen. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich war noch nie so ein Mensch, der gesagt hat, weißt du, nimm mal die modernen Elemente bitte nicht in deine Musik rein, du musst True School sein oder keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht ein MPC-Sample in deinem Hip-Hop-Song höre, dann bist du für mich unten durch. Das ist alles so Bullshit. Weißt du, was ich meine so? Deswegen, ich finde das voll in Ordnung, wenn man neue Sachen in seinen eigenen Style implementiert. Ich finde, wie gesagt, es ist nicht Hate the Player. Es ist nicht Hate die Jungs, die ich gerade genannt habe oder sie. Es ist mehr das Game. Ich finde es einfach seltsam, weißt du, dass das Game heutzutage so gestrickt ist, dass man eine gewisse Schiene fahren muss,
nicht eine gewisse Schiene, aber zu einer gewissen Tendenz und Kategorie gehören muss musikalisch, damit man da auch mit der finanziellen Welle mitschwimmt. Das macht die Sache so ein bisschen langweilig auf der einen Seite, bringt die Farbe ein bisschen raus, nimmt die Individualität weg von den Leuten und da ist dann die Kunst dann so ein bisschen hinten dran. Und das ist halt das, wo ich dann von außen, jemand, der immer als Regulator sich betrachtet, wo ich sage, immer die Waage muss gehalten werden. Wenn zu viel nach rechts geht, muss man wieder ein bisschen zurück nach links, kommt mir so vor. Und ich glaube, das kommt auch langsam wieder. Ja. Mit Bastl-Dann hängst du neuem Album, Baby Baby. Oder mit einem Azad. Oder mit den Brüdern, die letztens hier im Oddcast waren. Das Cashmo-Twin-Album gefällt mir so, so, so gut. Auch super. So ein geiles Album, Welcome to Hate 2, Baby. Das ist aber wieder was anderes, muss man sagen, weil die Jungs fahren einen Retro-Film. Ja, genau. Richtig West Coast-Ding, so, ne? Weißt du? Sind sie durch, ja. Aber als ein Azad Next Level gemacht hat zum Beispiel, habe ich gesagt, finde ich interessant. Wie warum denn Headshot, nicht, Baby? Warum nicht? Findest weißt du das so? Neue? Wie heißt es? Headshot? Ich habe noch nichts Neues gesehen. Das ist vor 4 Tagen mit DJ Raphic auch wieder der neue Banger. Kennst du, heißt der Headshot? Commander hat ihn mir gezeigt. Ich habe nur das Cover gesehen. Doch, na klar. Das Album heißt Goat. Und könnt ihr mir, Belat hat es mir letztens schon erklärt, Goat heißt Greatest of All Times. Richtig. Ne? Oder Ziege. Oder Ziege, das wollt ihr mich wissen. Oder Ziege, genau. Herr Freifung, was? Es gab was du, meinst, damals was eine geile Gruppe, fällt mir gerade ein, die hießen Goats. These are the cops that you see on TV. Eine geile Gruppe, muss ich mal nachher googeln, Goats. Aber es ist jetzt zum Beispiel, was ich mit Ilan gemacht habe, auch wenn jetzt viele denken, geil, das ist der Sound von früher. Ich bin nicht ins Studio gegangen und habe zu Ilan gesagt, lass mal einen Sound machen wie früher. Wir haben uns einfach hingesetzt und sagen, ey, wir brauchen, lass mal alles anders, alles machen, bloß nicht, was gerade aktuell ist. Lass mal richtig auspacken, worauf wir Bock haben. Und dann ist das entstanden, was wir jetzt gerade aktuell rausgehauen haben mit Wer macht Berlin wieder hart. Ich glaube, die Leute denken, dass wir wie früher klingen wollen, aber es kam einfach raus. Genau das Album klingt ja ungefähr so. Ja, das kam einfach raus, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich unsere Schiene. Aber du hast dann anscheinend aber auch das Gefühl, als wenn Berlin ein bisschen weich ist. Sonst würdest du nicht sagen, Berlin wird wieder hart, ne? Alles ist weich. Mhm. Ja. Aber du redest dann wahrscheinlich einfach von unseren Repräsentanten. Nicht alles ist weich. Bitte nicht, hoffentlich ist er nicht hart, Bruder, ich sitze neben dir. Ja, was soll das heißen? Meiner steht immer, die 3 Zentimeter werden durch die Eier die ganze Zeit hochgedrückt. 3 Zentimeter Attentäterrasse. Geil. Nee, aber ich sag, so. Jeder kann machen, wie er will. Aber ich glaube. Nennen wir mal 2, 3 Berliner Rapper zurzeit, wo du sagst, das ist der Film, den ich öfters gerne hätte. Weil man kann ja immer über Schlechtes reden, aber lass uns mal über die Guten reden. Samra gut. Samra, okay. Samra ist gut, ja. Auch wenn viele sagen, es hört sich jetzt alles irgendwie gleich an. Boah. Du meinst von den aktuellen Sachen? Ne? Ja, meinst Leute, die... Samra-Richtung. Du, die Richtung ist mir egal. 3 Leute, die aktuell Modus Mio... Oder mal mehr gesagt, 2 gesagt. Hab ich 2 gesagt? Okay, ja. Dann meinte ich 4, Bruder. Das ist doch klar. Ja, das ist, aber das ist doch klar. Darüber braucht man gar nicht reden. Das weiß doch jeder, der hier zuguckt. Bruder, ne? Was willst du? Das hat so lange gedauert. Warte mal. Das liegt doch auf der Hand. Das muss doch niemand sagen. Selbstverständlich, Bruder. Also so eitel sind wir auch nicht. Ich habe tatsächlich andere Leute als uns beide gemeint. Aber Langwitz musste uns wieder in den Mix bringen. Was auch ganz gut ist. Ja. Nee, aber du willst auf irgendwas hinaus, dann sag mal bitte. Nein, wirklich, mich interessiert ist, was heutzutage Bastl-Dann Hengst in Berlin sieht, an Acts, die auch wirklich von anderen Leuten gefeiert und gesehen werden, wo er sagt, so bitte mehr. Was ich sehr krass gefeiert haben, waren, wie heißen nochmal diese Gruppe? BLM? Nein, BAZ, sind das nicht Berliner? Oder waren es die... Schöneberger, oder? Oder waren es 102 Boys? Eins von den beiden. Das weiß ich nicht. 1 und 2 sind aus dem Umfeld, glaube ich, ehemalige Sixten, oder? Weiß ich nicht. Aber die Gruppen, die beiden, das sind richtig, das sind wie... Sag mal nochmal, Bruder. BAZ? BHZ. BHZ. BHZ, okay. Glaube ich, waren das? Like, das heißt, Bass holt dann Sengst? Ja, und 102 Boys, ich glaube, das waren die. Das ist natürlich moderner Trap-Shit, aber das ist geil. Das ist okay, einfach cool. Assi-Penner Berlin-mäßig, wie wir das kennen. Ja. Das feiere ich wieder auf eine moderne Art und Weise. Okay, checken wir. Das finde ich geil. Und du warst auch so geil. Ich habe dich ja noch nie auf Trap gehört, außer auf den UFO-Track. Alter, wart nicht alle zusammen im Studio, ne? Ich habe den Beat bekommen. Hast du vergewaltigt? Ich sag, hat das Ding einen Sprung, oder? Sieger, keine Ahnung. So ging es mir auch bei Trap. Mäßig. Ich so, was ist das? Muss ich erstmal ein bisschen so reinhören? Okay, alles klar. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt nochmal den Song höre, dann... Rap ich nicht krass drauf. Aber also, so lustig, Farbe, du hast rasiert. Ja, die Punchlines wieder. Ja. Bin am Kölner Bahnhof. Krapschkowski.
Das könnte die AfD als Wahlspruch benutzen eigentlich. Ja. Und am Kölner Bahnhof. Du, die 90% von... Du musst mal ein Bastard Baby, da gibt's schon einen. 90% von meinen Kanaken kannst du den ganzen Tag filmen, kannst der AfD als Promomaterial verkaufen. Richtig. Sollte man aufhören, wann es am schönsten ist? Einfach gar keinen Bock. Ich will noch über unsere Organisation reden. KMM. KLM. Was heißt das? KLM wurde doch gegründet, gerade in der Pause. Ja. KLM. Okay, wir sagen nicht, worum es geht, Alter. Cut und auf Wiedersehen, Alter. Das war Bassultan Hengst. Baby, baby, wir müssen auf jeden Fall alle am Start sein, wenn sein neues Album rauskommt. Aber produziert von DJ Ilan. Back to the Bros. DJ Ilan. Ja? Sag nochmal den Namen und wann es rauskommt. Am 21.08. Macho. Macho. Und checkt auf jeden Fall Macho, von dem Bruder Macho, du bist super. Macho, Macho, Box du bist cool. Mit dem Parfum Macho, Macho, und die Modescheiße. Du bist der Beste. Alles andere. Hier. Oh, Bass Macho, Macho. Baby, baby. Das war Bass Sultan Hengst. Bela, Spugedatzen, Keeper. Yeah. Yeah. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Pam, pam, pam.